Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Forschung und Lehre sind sicherlich die zentralen Aufgaben einer Universität. Daneben gewinnt aber jetzt ein anderer Aspekt zunehmend an Bedeutung, nämlich diese sogenannte Third Mission, die Aufgabe der Universität, in die Gesellschaft hineinzuwirken, Entwicklungen zu erkennen, zu analysieren und Lösungsansätze für die Bewältigung von Problemen anzubieten. Dieser Aufgabe stellt sich die heutige Diskussionsveranstaltung, und als Vorsitzende des Universitätsrats dieser Universität ist es mir eine Ehre und eine Freude, Sie dazu sehr herzlich zu begrüßen. Ich begrüße vor allem Herrn Bundesminister Fassmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, den Vorsitzenden des Rats für Forschung und Technologieentwicklung, Dr. Hannes Androsch, den Präsidenten der Industriellen Vereinigung, Dr. Georg Kapsch, sowie Professor Wolfgang Lutz vom Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, an dieser Diskussion mitzuwirken. Ein besonderer Gruß gilt natürlich auch Frau Professor Ulrike Feld und Frau Professor Christiane Spiel, die ja instrumental für das Zustandekommen dieser Veranstaltung ist und auch die Moderation der Diskussion übernehmen wird. Rethinking Society for the 21st Century. Es gibt wohl kaum eine Frage, die uns mehr bewegt oder die uns mehr bewegen sollte. Es ist uns wahrscheinlich allen bewusst, dass wir durch eine Periode fundamentaler Veränderungen gehen. Diese Veränderungen betreffen Entwicklungen in der Wirtschaft, Stichwort Globalisierung, Digitalisierung, Arbeitsmarkt, in den internationalen Beziehungen, ebenso wie Entwicklungen in den Gesellschaften selbst, in denen immer neue Bruchlinien sichtbar werden. Hinter uns liegen Jahrzehnte eines mehr oder weniger gefestigten Glaubens an eine positive Aufwärtsentwicklung, an internationale Beziehungen auf der Basis von Demokratie, von Menschenrechten, Rule of Law und Good Governance, globale Wirtschaftsbeziehungen auf der Basis von Marktwirtschaft und Freihandel. Innerhalb kurzer Zeit mussten wir allerdings zur Kenntnis nehmen, dass diese Werte, diese unzweifelhaften Erfolge der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts keineswegs für alle Zeiten gesichert oder sozusagen in Stein gemeißelt sind, sondern im Gegenteil in Frage gestellt werden, offen angegriffen werden. Dazu kommen Bedrohungen wie Klimawandel, Umweltkatastrophen, Bevölkerungswachstum, Migration, Flüchtlingsströme, Terror, Bürgerkriege, Cyberwarfare, wachsende Ungleichheit und soziale Spannungen in den Gesellschaften. Und selbst in den gefestigten Demokratien, in wirtschaftlich wohlhabenden und sozial abgesicherten Staaten gewinnt die autoritäre Versuchung an Boden. Das International Panel on Social Progress, eine aus der Wissenschaft kommende Initiative, will dazu beitragen, wissenschaftsbasierte Analysen und Antworten für diese Entwicklungen zu finden. Und die heutige Veranstaltung wird einen Einblick in die Arbeit des IPSP liefern. Ich übergebe damit das Zepter an Frau Professor Christiane Spiel und wünsche Ihnen allen einen spannenden, anregenden Diskussionsabend. Danke vielmals. Liebe Frau Dr. Nowotny, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zuerst muss ich mal jemanden entschuldigen, nämlich die Christa Schnabel, die Sie im Programm gefunden haben. Leider ist sie am Freitag erkrankt und kann heute nicht hier sein. Umso mehr danke ich der Vorsitzenden des Universitätsrats, dass sie sich so kurzfristig bereit erklärt hat, die Veranstaltung zu eröffnen. Ich habe Rektor Engel vor einiger Zeit gebeten, ob er mich unterstützen kann, wenn wir diese Veranstaltung, so eine Veranstaltung hier organisieren. Und ich bin wirklich sehr froh, dass er ganz schnell eingewilligt hat, dass die Universität Wien hier als Veranstalterin auftritt. Ich kann vielleicht sagen, es finden weltweit
Veranstaltungen dazu statt und ich hoffe, Sie werden sehen im Laufe des Abends, warum das notwendig ist, dass wir über die Grenzen von hier Wissenschaft, hier Gesellschaft und innerhalb der Gesellschaft wieder viele Gruppen, da Politik, zu einem Dialog kommen, der über diese Grenzen hinausgeht. Ich möchte beginnen mit einem kleinen Film. Das International Panel und seine Intentionen wurden durch einen Dokumentarfilm sozusagen begleitet während der Entstehung. Dieser Film ist jetzt fertig und ich zeige natürlich nicht den ganzen Film, sondern ich zeige Ihnen einen Teaser dazu. Within a few centuries, humanity has emerged from its secular state of subsistence and found the way up to development. It has created an amazing corpus of knowledge and a wonderful diversity of cultures. But do we know where we want to go in the coming decades and centuries? Dreams of a better society have often in the past produced catastrophes. Today, people are losing hope that society can be improved. Big challenges are facing our century. Leave no one behind the train of development. Achieve social justice and equality, establish peace and security, spread liberties and democracy, and preserve the environment and nature. There is no vision for addressing these challenges. As a consequence, the situation seems to be worsening on all these fronts. Continuing like this, the future will be made of violence, displacement, hatred between peoples, cultures, religions, social classes. And yet, we can build a better future. We can change our broken institutions, reform failing democracies, bring liberty to all, care for those in need, and protect the planet and the other species. Admittedly, there is no single solution, no simple recipe. But there are ways, and there is tremendous potential. To build such a vision and restore hope, more than 300 of us, researchers from many disciplines, have joined together. Collectively, we are creating a synthesis of the available knowledge of how society works and evolves and how people can flourish. In this group, the International Panel on Social Progress, we seek to mobilize this knowledge in order to offer a blueprint and propose how to construct a better society. To create an inclusive vision for everyone, we want to engage in a broad conversation and debate with people from all walks of life. We have launched an online platform for you to browse our work and share your ideas. We have open discussion forums for you to interact with us as well as with other people around the world. And we have also put together opinion surveys on key societal issues. Together, let us rethink society for the 21st century. Let us realize a world that is inclusive of everyone. Truly democratic. Peaceful. Free. And in harmony with nature. Als kleiner Einstieg, und offensichtlich hat Eva Novotny und ich dieselben Assoziationen gehabt, denn Sie sehen, wenn wir uns die Welt von heute betrachten, habe ich ebenfalls aus Medienberichten viele Schlagwörter zusammengetragen. Ich will sie Ihnen gar nicht vorlesen, aber auf jeden Fall finden sich hier sehr, sehr viele Bedrohungsszenarien. Und daraus ergibt sich die Frage, wie wird die Welt von morgen aussehen? Und wenn wir die Welt von morgen anschauen und Sie gehen ins Internet, finden Sie das, was wir jetzt auch in dem Film gesehen haben. Das heißt ebenfalls wieder viele Bilder, die zumindest teilweise mit Bedrohungen oder zumindest Unsicherheit verbunden sind. Und was mich, ich kann ja aus Zeitgründen nur so ein paar Blitzlichter geben, was mich ehrlich gesagt persönlich besonders betroffen gemacht hat, war, dass ich Jurorin bei einem Schulwettbewerb war und hier ging es um das Thema Future Challenge und die Jugendlichen waren aufgefordert, einen Videofilm zu drehen, einen kurzen Videofilm zum Leben 2030, wie sieht die Jugend ihre Zukunft? Und wenn man sich anschaut, ich habe mir nur die 10, die in die engste Wahl gekommen sind, angesehen, sind das Themen wie, gibt es noch Arbeit für junge Menschen, wird sich die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößern, wie werden Familie und Beruf vereinbar sein, wie sicher sind unsere Daten, dürfen wir noch alles lesen, was ist noch privat, können wir den Klimawandel noch stoppen, wird unser Alltag von künstlicher Intelligenz manipuliert bis zu, wird es den Menschen möglich sein, eine Welt zu behalten,
in der es sich lohnt zu leben. Von diesen 10 Videoclips, die technisch ganz toll gemacht waren, waren 9 negativ und nur ein einziger zumindest halbwegs positiv. Und ich gebe zu, das hat mich wirklich betroffen gemacht, dass die jungen Menschen so wenig Chancen eigentlich sehen und umso mehr, glaube ich, das ist eine Herausforderung, dem sich eben auch das International Panel stellt oder gestellt hat. Und ich habe das jetzt entnommen von den Webseiten, die das Panel eben selber formuliert. Das heißt, was sind die Gründe? Gesellschaftliches Verlangen nach einer Vision, einer besseren Zukunft. Die aktuellen politischen Diskurse scheinen die Suche nach anderen Ansätzen für Entwicklung möglicherweise schon aufgegeben zu haben. Zumindest haben es zum Teil die jungen Menschen. Es ist ein besonderer Fokus auf technischen Lösungen, aber der Vernachlässigung des Werts von sozialen Bindungen und Institutionen beziehungsweise das Einbinden von Sozialem in die technische Entwicklung. Und gleichzeitig haben eigentlich die Sozialwissenschaften seit 1945 sehr viel Fortschritte gemacht, aber gleichzeitig haben sie sich immer mehr spezialisiert, was dazu geführt hat, dass sie kaum miteinander kommunizieren. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr eine Synthese, wo wir das Wissen zusammenführen. Und das hat zu dem Programm geführt, das Sie heute vorgefunden haben. Wir werden 3 kurze Vorträge haben. Ich möchte ganz kurz das International Panel vorstellen und dann auf das Thema eingehen, das Kapitel, zu dem ich besonders beigetragen habe, nämlich den Beitrag von Bildung zum gesellschaftlichen sozialen Fortschritt. Ulrike Feld, die ebenfalls mitgearbeitet hat, aber in einem anderen Kapitel, wird einerseits über die Querschnittsthemen berichten, nämlich wissenschaftlich-technische und gesellschaftliche Entwicklungen und dann auch noch zu Ungleichheit als Herausforderung für demokratische Gesellschaften und Wolfgang Lutz über Lebensverläufe, Bildung und demografischen Wandel. Und Sie sehen, wenn Sie sich den Cartoon anschauen, das ist einmal geschrieben über dieses Thema. Das heißt, wir sitzen, wenn wir schreiben, zwar noch ein bisschen im Elfenbeinturm, wir haben ihn schon etwas verlassen, aber wir haben noch nicht gehandelt. Und da in die Richtung, was können wir tun, wie können wir handeln, wollen wir in die Podiumsdiskussion gehen. Und ich freue mich wirklich sehr, Sie wurden von Eva Novotny schon begrüßt, dass Minister Fassmann, der Vorsitzende des Rats für Forschung und Technologieentwicklung, Hannes Androsch, und der Präsident der Industriellen Vereinigung, Georg Kapsch, zugesagt haben. Und wir wollen eben gemeinsam auch mit den beiden Referenten darüber diskutieren und sie zum Schluss auch noch einbeziehen. Das heißt, hier wollen wir schauen, wie schaffen wir diesen Transfer? Wie können wir diese Ergebnisse nutzen? Meine Folien sind so, dass ich sie vorwiegend auf Deutsch, obwohl ich bisher natürlich immer über das Panel oder über unser Kapitel nur in Englisch berichtet habe. Ich habe daher die meisten in Deutsch, nur manche Folien, die eher so Statements sind, also sprichwörtliche Zitate, habe ich in Englisch gelassen. Das heißt, was ist einmal das Ziel des International Panel? The International Panel on Social Progress is uniting the world's leading researchers, sociologists and economists in a single effort, developing research-based, multidisciplinary, non-partisan, action-driven solutions to the most pressing challenges of our time. Die Organisationsgruppe hat eine Reihe von Themen identifiziert und diskutiert, die in diesem Panel behandelt wurden. Sie sehen hier von Demokratie und Nationalität, Armut, Ungleichheit und so weiter, über Gewalt, Frieden, Global Health bis zu Bildung, Kommunikation und Medien. Und vermutlich sind das auch die Themen, die auch Ihnen sofort einfallen würden, wenn man mal anfängt zu sammeln, worauf müssen wir schauen, worauf müssen wir achten, wo ist ein Entwicklungsbedarf, wenn wir in die Zukunft gehen. Wie wurde das gemacht? Das Ganze wurde in 22 Kapiteln bearbeitet und wir wurden alle aufgefordert, auf der einen Seite eine Ist-Stand-Analyse zu machen, aber nicht nur diese, sondern auch aufzuzeigen, wie waren die Wege zu dieser Situation, wo wir jetzt sind, und vor allem darauf zu schauen, wo gibt es Perspektiven, wo es eine Einigkeit unter den Forscherinnen und Forschern gibt, aber wo gibt es auch Widersprüche, also so nach dem Motto, we agree to disagree, und daraus Empfehlungen abzuleiten, die einerseits eben bereits auf robusten Ergebnissen, wo man sich einiges fußt, aber andererseits auch neue Wege, Innovationen aufzuzeigen, wo man auch sagt, da gibt es noch keine Einigkeit, aber vielleicht sollten wir
in diese Richtung gehen. Zusätzlich gab es noch 4 Querschnittsthemen, die sich sozusagen über alle Kapitel hinweg gezogen haben: Technologie und Innovation, Globalisierung, Social Movements und Identität und Gemeinschaft. Über einen Teil wird Uli Feld uns später noch etwas berichten. Ganz kurz zur Organisation. Sie haben schon bei dem Teaser gesehen, dass wir von einer Reihe von Nobelpreisträgern quasi unterstützt wurden, aber weniger sozusagen organisatorisch, sondern einfach, dass sie es ideell mittragen. Es gab ein Steering Committee, ein Scientific Council, und es waren knapp 300 Autorinnen und Autoren von der ganzen Welt, die eingeladen wurden, hier mitzumachen. Zusätzlich gab es auch, war ja auch notwendig, sonst hätte man das Ganze nicht finanzieren können. Wir haben zwar alle ehrenamtlich gearbeitet, aber allein, dass man zusammenkommt, sich austauscht, auch wissenschaftliche und institutionelle Partnerinnen. Der Prozess hat 2014 gestartet und 2018 kam es dann zur Publikation bei Cambridge University Press, ein doch sehr schweres Werk. Hier sehen Sie, ich gehe gar nicht darauf ein, die wichtigsten Partnerinnen und Partner, die uns vor allem finanziell, aber auch ideell unterstützt haben. Sie sehen hier, wir hatten unser erstes Treffen in Istanbul, einen Teil, es waren nicht alle, konnten nicht alle zu dem Treffen kommen, der Personen, der Autorinnen und Autoren, die hier mitgearbeitet haben, und das sind diese 3 Bände, die eben bei Cambridge University Press erschienen sind. Und weil das Ganze so besonders heavy ist, hat sozusagen die Kerngruppe noch einen dünneren Band geschrieben, nämlich ein Manifesto for Social Progress. Und hier will ich auch 2 Personen besonders nennen, nämlich den Mark Fleurbaid. Ich würde sagen, das war die Seele oder ist noch immer die Seele des International Panels. Und aus Österreich auch Helga Nowotny, die bei diesem Team dabei war, aber heute leider nicht hier sein kann, weil sie im Ausland ist. Falls Sie grundsätzlich interessiert sind, ich habe hier den Flyer. Dieser Flyer liegt draußen auf, und zwar in dem Raum, wo auch die Garderobe ist. Wer interessiert ist, kann sich den Flyer mal ansehen. Gut, soweit ein ganz kurzer Einblick, wie kam es dazu und was ist geschehen. Und ich möchte jetzt aus dem Kapitel über Education kurz berichten. Ich möchte vielleicht hier hinzufügen, ich spreche, weil Bildungsforschung ja mein Thema auch selbst ist, sehr oft so über dieses Thema, habe aber beschlossen, dass ich mich heute eben sehr stark an das International Panel und dessen Vorschläge halte, auch wenn ich natürlich nicht alle Details berichten kann, es wäre sonst zu lang. Ich greife ein paar Aspekte heraus und möchte ganz zum Schluss noch eingehen auf die Situation in Österreich, aber nur mit ganz, mit, ich glaube, 3 Blitzlichter möchte ich bringen. Gut, damit Sie ein bisschen auch an unserem Beispiel sehen, dass das durchaus eine herausfordernde, ja, eine herausfordernde Arbeit war, so ein Kapitel zu verfassen. Es gab immer 2 Coordinating Lead Autoren und dann eben Lead Autoren, die aber aus unterschiedlichen Ländern, Kontinenten und aus unterschiedlichen Disziplinen gekommen sind und die einander zumeist im Vorfeld gar nicht kannten. Und ich kann nur sagen, das ist eine gewisse Challenge, dann ein Kapitel zu schreiben mit diesen Voraussetzungen, weil auch die Situation in Afrika und in Indien wieder ganz anders ist als zum Beispiel in Österreich und in Europa. Und der Anspruch wirklich war, eine Perspektive, unter Anführungsstrichen, auf die ganze Welt zu haben. Ja? Also das war schon ein Challenge. Eine der Co-Autorinnen in meinem Kapitel ist auch hier. Die habe ich gebeten, mitzumachen, damit ich zumindest jemanden kenne, nämlich die Barbara Schober, die auch aus meiner Fakultät ist. Und ich freue mich, dass du da bist. Gut, ganz kurz, wir hatten zusätzlich natürlich Treffen, zum Beispiel in Wien, wie Sie sehen, an der Uni Wien, das ist der Innenhof. Und jetzt kommen wieder 2 Zitate in Englisch, weil ich mich hier wörtlich an das Panel halten will. Wir haben wir Education ganz kurz sozusagen zusammengefasst. Education is the process of learning and expanding culture, and as it contributes to the improvement of the human condition through better knowledge, health, living conditions, social equity and productivity is a central tool for social progress. Und wir haben basierend darauf eigentlich 4 Ziele von Education definiert. Sie würden mir wahrscheinlich, wenn ich es Ihnen jetzt sozusagen berichte, das vorlese, zustimmen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das werden Sie auch bei den Empfehlungen sehen, ist, welche Gewichtung diese Ziele haben und ob man da nicht ein bisschen etwas verschieben muss.
Also education is expected to foster social progress through four different but interrelated purposes. Humanistic, through the development of the individual and collective human virtues to their full extent. Civic, by the enhancement of public life and active participation in a democratic society. Economic, providing the individuals with intellectual and practical skills that make them productive and enhance theirs and society's living conditions, and through social equity and justice. Wie haben wir uns das angeschaut? Wir haben primär die Bildungsinstitutionen fokussiert, zwar danach auch das Thema lebenslanges Lernen aufgenommen und haben sie faktisch eingeteilt, nachvollziehbar in die Segmente Elementarbereich, Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich. Und wir haben das jeweils vom Mikro-, Meso- und Makroebene angesehen. Das heißt, auf der Mikroebene spielen natürlich die Pädagoginnen und Pädagogen eine besondere Rolle, auf der Meso-Ebene die Institutionen, also Kindergärten, Schulen, Universitäten, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen und die Makroebene eben die Governance. Und dazu einmal, glaube ich, vielleicht wissen es ohnehin die meisten, ein ganz kurzer Blick auf die aktuelle Lage. Wenn wir uns das jetzt sozusagen weltweit ansehen und wir schauen uns hier die Segmente im Bildungsbereich an, ist die Frage, wo ist eigentlich ein Zugang und wie gut ist ein Zugang in den verschiedenen, sagen wir, Bereichen, Regionen der Welt sozusagen erreicht? Und da sehen wir, dass der Primärbereich, können wir sagen, es ist eigentlich unabhängig von welcher Region wir sprechen, dort haben wir sozusagen einen ganz hohen Zugang. Wenn wir uns aber dann die anderen Bereiche ansehen, wie gesagt, vielleicht noch zusätzlich Europa und Ozeanien, sind die Regionen, wo wir sagen können, dort ist es eigentlich die besten Zugänge über alle Stufen, alle Segmente des Bildungssystems gegeben. Aber wenn wir uns sozusagen die arabischen Länder bzw. Afrika ansehen, sieht es ganz anders aus. Wenn wir uns sozusagen den Elementarbereich ansehen, kommen wir einmal auf 23, einmal auf 27%. Im Sekundärbereich ist es in Afrika schon ziemlich schlecht und der tertiäre Bereich insbesondere. Das heißt, dort ist auf jeden Fall ein Bedarf, dass allein schon vom Zugang etwas geschieht. Wenn wir uns jetzt das historisch anschauen, nur ganz kurz, dann sehen wir, dass immerhin, und das ist schon beachtlich in diesem kurzen Zeitraum, und ich nehme an, der Herr Lutz wird darüber noch sehr viel mehr sagen, zwischen 1999 und 2012 die Zahl der Kinder ohne Schulbildung von ungefähr 115 Millionen weltweit auf 57 Millionen reduziert wurde, also quasi halbiert wurde. Allerdings ist das Problem, dass seit ungefähr 2007 es eine Stagnation gibt. Und wir haben immer dieselbe Situation, die Kinder, die ohne Ausbildung bleiben, sind generell am meisten benachteiligt. Das heißt in Konfliktländern, Kindern mit Behinderungen oder Kinder aus den ärmsten Familien. Das heißt, diese Situation ist weltweit gegeben. Und jetzt kommt das zweite Punkt. Wir haben auf der einen Seite den Zugang zu Bildung, aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch die Qualität von Bildung ansehen. Und da zeigen die Daten ganz klar, dass wir zwar einen immer besseren Zugang haben, quantitativ gesehen, aber es trotzdem Millionen von Schülerinnen und Schülern gibt, auch in wohlhabenden Ländern, aber natürlich noch mehr in Einkommensschwachen, die die Schule besuchen, ohne zu lernen, die nachher nicht sinnverstehend lesen können, die keine einfachen arithmetischen Probleme lösen können und auch gar kein Grundverständnis für wissenschaftliche Fakten haben. Das heißt, mehr Beschulung ist nicht die Lösung, wir brauchen auch bessere Beschulung. Nicht nur Beschulung, sondern natürlich zieht sich das vom Elementarbereich bis hinauf in den Tertiärbereich. Ich finde das eine sehr interessante Folie. Das ist eine Erhebung dahingehend, ob Eltern Sorge haben, dass sie nicht in der Lage sein werden, ihren Kindern eine gute Bildung zu vermitteln, eine gute Bildung zu geben. Und leider ist Österreich nicht dabei, also ich konnte keinen Pfeil werfen, wo Österreich steht, aber Sie sehen am besten sozusagen, das heißt die niedrigste Anzahl prozentuell von Eltern, die diese Sorge haben, gibt es in den Niederlanden und in Schweden, während die größte Sorge und immerhin über 90% der Eltern haben wir in Malaysia, Ruanda und so weiter. Das wundert uns nicht,
Aber interessant oder mehr zu verwundern ist, dass diese Sorgen auch in sehr hochentwickelten Ländern vorhanden sind und gleichzeitig zeigt es, wie wichtig es den Eltern ist. Was haben wir aufgrund unserer Analyse des Status quo, inklusive auch des Rückblicks, wie ist es dazu gekommen, für Policy-Empfehlungen abgeleitet? Das erste ist, wir haben uns gesagt, wir brauchen eine Stärkung des Beitrags von Bildung zu sozialem Fortschritt auf einer globalen Ebene. Und es wird Sie nicht wundern, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, wir brauchen eine stärker wissenschaftsgeschützte Policy. Das heißt, dass die Erkenntnisse von Forschung entsprechend in Entscheidungen der Politik berücksichtigt werden. Wir brauchen aber auch eine Herangehensweise an Bildungsreformen, inkludierend auch die Pädagoginnenbildung. Wir hatten heute gerade Sitzung des Qualitätssicherungsrats, in der die bürgergesellschaftlichen und humanistischen Ziele mehr Gewicht bekommen. Also die scheinen uns zu wenig berücksichtigt zu sein. Und wir brauchen Entscheidungsstrukturen, die flexibel, partizipatorisch und rechenschaftspflichtig sind. Das heißt, dass sie auch für den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin nachvollziehbar sind und transparent sind. Wir brauchen aber auch einen stärkeren Anschluss an das, was sozusagen sich generell im Policy-Bereich entwickelt. Dazu gehören auf jeden Fall die Sustainable Developmental Goals, die ja ein neues kooperatives Paradigma haben mit dieser Full Global Partnership and No One Will Be Left Behind. Und da spielt insbesondere das Goal Nummer 4 eine Rolle, das ja explizit auf Education abzielt. Das heißt, inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewährleisten und Möglichkeit lebenslanges Lernens für alle zu fördern. Ja? Also das heißt, den Anschluss an solche Ziele. Und was haben wir gesagt, dass es notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen? Ganz wichtig, wir haben uns in unserem Kapitel darauf geeinigt, dass wir unsere Empfehlungen nur bezogen auf robusten Ergebnissen machen, also die weltweit akzeptiert sind und nicht, wo es Widersprüche in den Wissenschaften gibt. Zugang zu qualitätsvoller frühkindlicher Bildung ausweiten. Dort ist der höchste Return on Investment, werden die meisten von Ihnen oder alle ohnehin wissen. Die Qualität von Schulen erhöhen. Die Rolle von Lehrkräften stärken. Hier müssen wir im Blick haben, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht nur Wissen vermitteln sollen, einführen in die Gesellschaft im Sinne auch die Wahrnehmung der sozialen Aufgabe, sondern auch Rollmodelle sind. Rollmodelle, Rollmodels, das heißt, wie gehe ich an Lernen heran, wie bin ich eben ein Bürger, eine Bürgerin in einer Zivilgesellschaft. Und ganz wichtig, wir wollen ja, dass alle Jugendlichen einen qualifizierten Abschluss haben, höhere Bildung und Berufsbildung inklusiver und sozial relevanter gestalten. Und bezüglich digitaler Technologien, die natürlich eine immer größere Rolle spielen, waren wir der Ansicht, dass sie sehr wohl dringend zu nutzen sind, um eine Verbesserung zu erzielen, aber kein Selbstzweck sein können, sondern wir brauchen weiterhin einen persönlichen Austausch und Dialog. Und jetzt ganz kurz, Situation in Österreich mit Blitzlichtern. Wir beginnen gleich mit dem Equity Goal, nämlich was ist die Aufgabe von Schule? Und hier zitiere ich die Bundesverfassung. Die Schule soll danach der gesamten Bevölkerung unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellen Hintergrund unter steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein höchstmögliches Bildungsniveau sichern. Das würde heißen, so etwas wie Chancengleichheit, verkürzt ausgedrückt. Gleichzeitig, steht ebenfalls in der Bundesverfassung, soll jeder, dort steht es nicht geschlechtsneutral, befähigt werden, am Kultur- und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der Welt teilzunehmen. Was bedeutet das? Das bedeutet eine Teilhabegerechtigkeit, aber damit die erzielt werden kann, brauchen wir ein Bildungsminimum, sonst ist es ja nicht möglich, dass ich an dem kulturellen, am politischen und wirtschaftlichen Leben teilnehme. Wie sieht es aber in der Schule aus in Österreich? Ich habe ganz wenig mitgebracht, wahrscheinlich kennen Sie es. Wie ist es mit der Lesekompetenz in Österreich? Meistens wird nur der Anteil an Risikoschülerinnen und Schülern berichtet. Wir haben aber auch ein Problem bei den Spitzenschülerinnen. Das heißt nämlich, wir haben in Österreich einen viel zu kleinen Anteil an Schülerinnen und Schülern, die im Spitzenfeld leben. Das heißt, auch die AHS, die Gymnasien, könnten hier eindeutig mehr unterstützen und fördern.
Dass wir eine große Risikogruppe haben und dass Leseverständnis eine wichtige Voraussetzung für Weiterbildung ist, das wissen wir und Sie sehen es hier noch einmal abgebildet. Ich will Ihnen noch eine zweite Abbildung zeigen, die ich ehrlich gesagt besonders dramatisch finde. Schauen wir mal, ob das... Oh, ja, das war nicht gut. Muss ich schnell wieder zurück. So. So, eine zweite Abbildung zeigen. Diese Abbildung ist auf Basis der Bildungsstandarderhebungen entstanden, die erstmals Vollerhebungen sind, sodass man differenzierte Analysen machen kann. Was sehen Sie hier? Sie sehen das individuelle Risiko, das ein Kind hat, wenn es zum Beispiel hohes Risiko entsteht dadurch, dass die Eltern einen niedrigen Bildungsabschluss haben und gleichzeitig ein Migrationshintergrund aus einem Herkunftsland besteht, wo es eben eher problematisch ist. Was sehen wir hier? Das ist das, was Sie sehen hier. Das heißt, diese Figuren, also jetzt Quadrat, Kreis und so weiter, zeigen das individuelle Risiko, die minimalen Standards nicht zu erreichen. Wenn die Eltern hohe Bildung haben, ist das Risiko ganz gering. Wenn die Eltern sehr niedrige Bildung haben und ein Migrationshintergrund besteht, ist es sehr hoch. Hier für die Volksschule, hier für die Hauptschule, da stammen ja die ersten Erhebungen. Wenn aber jetzt ein Kind in eine Klasse geht, wo viele andere Kinder ebenso ein Risiko haben, steigt das individuelle Risiko, dieses Bildungsminimum nicht zu erreichen, ganz massiv an. Wenn Sie sich das ansehen, also unabhängig von mir selbst als Kind, steigt mein Risiko, die Minimalstandards nicht zu erreichen, doch massiv an, bis über 80%. Und was kommt noch dazu? Diese Situation ist natürlich am schlimmsten in den Städten, insbesondere in Wien, weil wir dort den höchsten Anteil an benachteiligten Schülerinnen und Schülern haben, bei gleichzeitig durchschnittlich den höchsten Klassengrößen und damit den ungünstigsten Betreuungsverhältnissen. Das heißt, die Kinder sind sozusagen so einer Situation ausgeliefert. Letzter Punkt, ich habe vorher gesagt, Elementarbereich, höchster Return on Investment, wie sieht es da in Österreich aus? Seit mittlerweile gefühlten Jahrzehnten wird diskutiert, was noch fehlt. Ein bundesweiter Qualitätsrahmen, flächendeckender Ausbau an Angeboten, ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr und die Ausbildung der Elementarpädagoginnen und Pädagogen auf akademischem Niveau. Darüber könnten wir vielleicht heute auch noch reden. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und übergebe an Ulrike Fecht. Vielen Dank. Ja, okay. Herzlich willkommen, sehr geehrte Kollegen, Kolleginnen, sehr geehrte Gäste. Ich möchte heute von zwei anderen Perspektiven dieses Berichts erzählen, was sehr schön zeigt, welche Arbeit eigentlich hinter diesem Bericht steckt und welche Herausforderung hier drinnen war. Ich persönlich bin sozusagen in diesen Bericht hineingezogen, wenn man so möchte, worden durch einen Anruf, wo mir der Kollege, der das organisiert hat, gesagt hat, wir brauchen unbedingt jemanden, der zu Wissenschaft, Technik und Gesellschaft arbeitet in unseren Fragen, weil wir glauben einfach, dass es in der heutigen Zeit, wo wir so stark an Innovation als Trägermedium für Fortschritt glauben, dass es sehr wichtig ist, das auch entsprechend zu reflektieren und zwar quer zu allen Themenbereichen. Es gibt kaum mehr einen Themenbereich, egal wo wir hingehen, egal wohin wir schauen, der nicht durch technologische und wissenschaftliche Gestaltungsweise mitgerahmt wird. Und der zweite Punkt sage ich, naja, ich weiß schon, wie das funktioniert, aber in welchem Kapitel ist denn das drin? Dann sagt er, na, das ist eine Querschnittsmaterie, aber Sie wären in dem Kapitel Ungleichheit und Demokratie. Und mein erster Gedanke war, um Gottes Willen, Ungleichheit und Demokratie, das sind zwei der großen sozusagen Blasen und die sollen dann auch noch miteinander sprechen. Okay, nur um das ein bisschen als Hintergrund zu sagen, wir waren eine riesige Gruppe, ich kannte von dieser Gruppe niemanden und es war für mich eine extrem interessante Erfahrung, als Sozialwissenschaftler miteinander quer zu Disziplinen, zu unterschiedlichen Methoden, zu unterschiedlichen Fragestellungen über ganz bestimmte Themen zu diskutieren. Und tatsächlich ist das etwas, was wir nicht üben.
Und das war für mich, insofern ist es eine doppelte Herausforderung, sich zu fragen, was können wir als Sozialwissenschaftler beitragen? Noch dazu vor dem Hintergrund, und das hat Christiane Spiel schon sehr schön gesagt, vor dem Hintergrund, dass der Anspruch dieses Reports war, nicht nur eine Industrienationen-westzentrierte Sicht auf das Problem zu geben, obwohl ich jetzt in Klammer und vielleicht mit einem B-Moll anfügen würde, er ist nach wie vor westzentriert und Entwicklungsländer, weil viele Leute, die aus sogenannten Entwicklungsländern kommen, haben dann ihre Degrees in Amerika gemacht, sind dort Professoren geworden und haben dann natürlich einen Blick auf ihre Heimatländer und die Kultur dort, der aber natürlich schon geprägt ist von einer ganz bestimmten Sicht darauf, was Fortschritt sein könnte, wie ein gutes Leben aussieht und so weiter und so fort. Also wir sind als Sozialwissenschaftler in einer sehr viel schwierigeren Situation, als uns jetzt zum Beispiel, und das war ja das Vorbild dieses Gremiums, sich etwa an dem IPCC, an dem Klimawandel, die Debatten irgendwie zu orientieren. Das jetzt sozusagen nur mal vorweg gesagt. In meinem Bereich möchte ich einmal etwas kurz zu diesem Querschnittsthema Wissenschaft, Technologie und Innovation sagen, wobei es hier insbesondere um das Spannungsverhältnis zwischen unserem Glauben in wissenschaftlich-technologische Innovationen als Motor für gesellschaftliche Entwicklung und andererseits Wissenschaft, Technologie, Innovation als Teil des Problems. Und das ist, glaube ich, das, wo wir am meisten konfrontiert waren, wenn es gerade um Ungleichheiten und andere Themen geht, aber natürlich auch in anderen Themenbereichen, dass die Frage des Zugangs und der Wertschöpfung aus diesen Technologien natürlich eine Frage ist. Wir brauchen heute nur den Fernseher aufdrehen und wir sehen, wer die Fortschrittsgewinner und Verlierer sind. Wenn Sie sich die Umweltkatastrophen anschauen, dann betrifft das meistens nicht die Guten, in seltener Fällen, sagen wir, vielleicht mit der Ausnahme von dem, was in Kalifornien passiert ist, den Klimawandel und Feuer. Aber ansonsten trifft es meistens verarmte Regionen, wo Menschen betroffen sind, die eigentlich an diesem Fortschritt, wenn man so möchte, technologischer Natur nur sehr teilweise teilhaben können. Worum ist es da gegangen? Die Volkswagen-Stiftung hat uns ein eigenes Meeting finanziert, wo aus allen oder aus möglichst vielen Bereichen in der Kapitel Personen anwesend waren, die sich über diese Querschnittsmaterie unterhalten haben. Und das war in sich sehr interessant, weil man gesehen hat, wie die verschiedenen Themenfelder überhaupt nachdenken darüber, welche Rolle Wissenschaft und Technik spielen. Und das hat eben gereicht von, digitale Veränderung bis hinüber zu, eigentlich, wenn ich um Familie nachdenke, sind Reproduktionstechnologien extrem wichtig, ist der Zugang zu all diesen diagnostischen Möglichkeiten wichtig, ist Medizin wichtig und so weiter und so fort. Also das war sehr, sehr unterschiedlich. Und was uns wichtig war, am Schluss dieser zwei Tage festzuhalten, war einfach zu sagen, dass wir aufhören sollten, von technischer und sozialer Entwicklung zu sprechen, sondern vielmehr über soziotechnische Entwicklung zu sprechen, wenn wir von Fortschritt reden. Also es geht nicht mehr darum zu sagen, zuerst technologischer Fortschritt und den müssen wir dann sozialisieren, im Sinne von, den müssen wir uns halt irgendwie aneignen, sondern es geht darum, besser zu verstehen, wie soziale und technologische Entwicklungen eigentlich miteinander sich besser entwickeln können. Im Sinne von gesellschaftliches bereits früher in den Prozess der Entwicklung einfüttern, wenn man das so salopp sagen möchte, um dann auch sicherzustellen, dass diese Entwicklungen in Richtungen gehen, die auch eine Passform mit den jeweiligen Gesellschaften haben. Und der wirklich große Punkt, dass technologisch orientierte Herangehensweise alleine nie eine Lösung für zentrale Fragen für zentrale Probleme dargestellt haben. Wir haben immer eine Frage, wie wir die Dinge sozial umsetzen, und das ist ja eigentlich die große Herausforderung. Ich kann jetzt für Teile eine technologische Lösung entwickeln, aber ich müsste auch Leute haben, die das dann umsetzen. Ich erzähle eine kurze Anekdote, um Ihnen das zu sagen. Gestern in den Euronews-Nachrichten war aus Brüssel ein Bericht der Demonstration der Leute für den Klimawandel und für die Umwelt und dass sich die Politik bewegen soll. Und da wurde ein Vater interviewt, der mit seiner kleinen Tochter unterwegs war. Und dann sagt er, wir müssen auf diesem Planeten, ich zitiere jetzt nicht wortwörtlich, wir müssen auf diesem Planeten aufpassen, Plastik muss aus unserer Welt verschwinden. Und er stand da in so einem Allzweckskleidung, die natürlich durch und durch aus Kunststoff ist und atmungsaktiv und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, beginnen wir doch mal nachzudenken, wie unsere Welt eigentlich gemacht ist
und wovon wir uns trennen oder nicht trennen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ich glaube, das bedarf einfach einer sehr sorgfältigen Reflexion und nicht eines Aktionismus notwendigerweise, diese Dinge, diese Probleme wirklich anzugehen in ihrem Kern. Das heißt, die zentralen Fragen sind einfach, wie sind das Soziale und das Technologische eigentlich miteinander verknüpft? Gibt es hier Priorisierungen oder in welche Richtung entwickeln wir uns? Wer kann an der Ausgestaltung und Entwicklung von Wissenschaft und Technik eigentlich mitwirken? Welche Werte werden durch wissenschaftliches Wissen und technische Lösungen realisiert und fixiert? Wenn ich heute in ein Arbeitsamt gehe und mit sogenannter künstlicher Intelligenz der ausgeworfen wird, ob eine arbeitslose Person überhaupt noch vermittelbar ist oder nicht, würde ich gerne wissen, wie die Algorithmen dahinter aussehen, wie es entsteht, dass ein Mensch in eine Kategorie gepackt wird und nicht in die andere und welche Handlungsmöglichkeiten dann für oder nicht für ihn gehören. Und das sind schon Dinge, über die wir nachdenken sollen, was ja nicht bedeutet, dass wir nicht uns technologische Möglichkeiten zunutze machen sollten, wo wir uns aber klar sein sollten, dass wir viel mehr kommunizieren müssen, was wir schon hineingefüttert haben an Vorannahmen in diese Technik und was durch diese Technik einfach unhinterfragbar einfach realisiert wird. Und dann als objektiver als der Beamte, der mich angeschaut hat und gesagt, na, ich weiß nicht, ob wir für Sie noch was finden, also wie sich diese beiden Verhältnisse zueinander stehen. Dann, es gibt wesentlich darauf, den Fokus auf Alternativen und auf die Vielfalt der Wege in Richtung gesellschaftlichen Fortschritts zu geben. Wir können am derzeitigen Beispiel Deutschlands etwa, das ist ja nur eines von vielen Beispielen, sehen, wie wir Energiewende, wie schwierig es ist, diesen schönen Begriff Energiewende in ein Praxisbeispiel umzusetzen und uns tatsächlich von bestimmten Energien zu trennen, andere Energien sozusagen in den Vordergrund zu rücken. Und das meine ich damit, wir müssen wahrscheinlich sehr viel stärker in Paketen und in Alternativen Möglichkeiten denken, die wir parallel vielleicht auch verfolgen und nicht immer nur, wir müssen die eine Lösung finden und dann laufen wir alle gemeinsam in die eine Richtung. Beispiel, aber gut. Reflektieren, was sind die verborgen gebliebenen oder gehaltenen Alternativen? Worüber reden wir nicht als Gesellschaft? Was ist nicht besprechbar, was ist nicht benennbar? Es gibt eine Abhängigkeit von zuvor getroffenen Entscheidungen und bisweilen sehr eng getroffenen Entscheidungen, also zu sagen, so machen wir es und wir haben keine Alternative. Es geht darum, die Praxen, die durch wissenschaftlich-technischen Wandel definiert werden, also was wir tun können oder nicht mehr tun können, und da denke ich an die Medizin, an die Daten und an andere Dinge zum Beispiel, aber auch die Vorstellung einer demokratischen Beteiligung, die auch Raum für verschiedene Formen von Minoritäten, aber auch ungleichmächtige Gruppierungen, das müssen ja nicht unbedingt, also wir denken immer in Minoritäten als wenige, aber es gibt in den Gesellschaften auch sehr ungleichmächtige Gruppierungen, die nicht unbedingt klein sein müssen. Also da, um dieses Spannungsfeld, darum geht es dann. Das heißt, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, wie wir lokal, und Christiane hat das sehr schön aufgezeigt, wie wir in Österreich nachdenken über Volksschulbildung. Ich kann nur sagen, ich war mit meinem Studierenden in Äthiopien auf der Hochlandschaft, da waren mir die Eltern, der Dolmetscher hat mir das übersetzt, sehr erfreut erzählt, dass das Kind in die Schule geht, und dann habe ich mir gedacht, wow, also das Kind geht in die Schule, keine Elektrizität, Hütte und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, sie soll doch mal fragen, wie das läuft. Naja, einmal in der Woche geht sie, während es nicht Erntezeit ist. Und wenn Erntezeit ist, geht sie gar nicht mehr in die Schule. Und wenn ich das dann im Kopf aufsummiert habe, wie viele Zyklen es gibt, wo etwas zu tun ist, dann habe ich mir gedacht, okay, also ich kann das wahrscheinlich an zweimal zwei Händen abzählen, was an Tagen der Schulbildung auf diese Kinder zukommt. Und die Frage ist dann, was heißt Zugang zu Bildung eigentlich? Und das wird natürlich als Zugang zu Bildung konstruiert und das ist wichtig und alles, aber gleichzeitig sind die Lebensformen so unglaublich unterschiedlich in verschiedenen Regionen dieser Welt, dass wir das, wenn wir über ein globales Problem sprechen, auch bedenken müssen. Es geht auch um eine gerechte Verteilung und um Zugang zu Wissen und Innovationen. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie zirkuliert Wissen und wessen Wissen zirkuliert. Und das ist eine total schöne Frage, weil wir alle sehr begeistert auf den Open Access zulaufen. Und das ist interessant, weil jetzt muss ich pay to publish.
Und die Frage ist, wer Pay to Publish sich leisten können wird, wird eine spannende neue Frage sein, die wir uns stellen müssen. Und darüber wird relativ wenig diskutiert, wie sich das dann auswirkt auf die finanzielle Situation von Bildungseinrichtungen und wo sie dann publizieren können. Es geht um die Reflexion von Ausbeutungsverhältnissen. Also was bedeutet soziale Gerechtigkeit in einer innovationsgeleiteten Welt? Und es geht um die Wichtigkeit, glaube ich, einer Pluralität von Perspektiven. Das ist das Einzige, was einfach ein bisschen ein Muss ist in dem Ganzen drinnen, dass wir uns nicht rasch auf eine Lösung einigen sollten. Denn nur wenn wir das Ganze als ein Baukastensystem verstehen, wo verschiedene Gruppierungen auch verschiedene Schwerpunkte haben können, können wir eventuell stabile Verständigungen schaffen zwischen Regionen und zwischen kulturellen Kreisen. Nun konkret gesagt ist es in diesem Kapitel 14 darum gegangen, Inequality as a Challenge to Democracy. Leader waren Richard Bellamy und Wolfgang Merkel, Italien und Deutschland, und wir hatten dann eben Indien, USA, Österreich, UK, USA, Deutschland, UK, Israel, USA und Österreich. Und das wollte ich ein bisschen damit sagen, dass es natürlich, dass schon ein sehr stark auch von einem westlichen Bildungsvorstellungen getragene Vorstellung von Fortschritt war. Und das sollte man selbstkritisch auch ein Stück, das heißt ja nicht, dass es nicht wertvoll ist, aber es bedeutet, dass wir das kritisch einfach auch reflektieren müssen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es war eine sehr große Gruppe, die gar nicht so einfach, wie soll ich sagen, manageable war. Der Ausgangspunkt ist, wir haben Demokratie, das ist so wie ein Marshmallow, wo jemand drauf drückt, gibt es mal nach und jeder hat eine andere Vorstellung davon und gleichzeitig sind wir uns einig, dass das gut ist. Und ich sage jetzt nichts über die österreichische Demokratie, das wäre sozusagen jetzt mal, würde zu weit ausholen. Also insofern spreche ich jetzt mal abstrakt von der österreichischen Form der Demokratie, das meine ich, wenn ich sage von der österreichischen Demokratie, weil natürlich jedes Land eine bestimmte Ausformung und eine Vorstellung darüber hat, was noch innerhalb des demokratischen Bogens liegt und was schon außerhalb liegt. Und das verändert sich über die Zeit. Wir brauchen nur die letzten 15 bis 20 Jahre in Europa beobachten, in Amerika beobachten, und dann können wir uns ganz rasch die Frage stellen, haben wir noch immer dieselbe Vorstellung von dem, was Demokratie ist? Und dann können wir sagen, ja, Demokratie ist immer etwas Unvollständiges und es ist immer im Wandel. Und daher müssen wir uns ständig neu fragen, was will ich denn erreichen, wenn ich das Vokabel Demokratie einfach in den Raum stelle? Und wir haben uns vor allem, unser Lead-Autor hat selbst sehr stark an dem Thema gearbeitet, an dem Konzept der eingebetteten Demokratie, wo er sagt, es geht um so eine doppelte Einbettung, wenn man so möchte. Man muss sich einerseits die internen Mechanismen anschauen, wie Wählen, politische Partizipationsrechte, bürgerliche Freiheitsrechte, institutionelle Sicherung der Gewaltenkontrolle und die Garantie, dass eine effektive Regierungsgewalt der demokratisch gewählten Repräsentanten gesichert ist. Aber dann gibt es auch eine Fülle von externen Bedingungen dafür, zum Beispiel sozioökonomische Bedingungen. Das heißt, eine Demokratie lebt auch von dem Rahmen, in dem sie sozusagen quasi stattfindet, im Größeren. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil in unseren Diskussionen auch gewesen, wenn wir dann von Ungleichheit gesprochen haben. Weil da beginnt die Frage, also was sehen wir als ungleich an? Und ich möchte nur zwei Grafiken aus dieser Kurzversion, die Christiane Spiel angeschnitten hat, wo dann einfach zum Beispiel solche Dinge die Frage sind, es ging auch um Gender, Frauen, also Women Jobs in Households, und wir sehen hier eine eindeutige Entwicklung, dass wir davon abgehen, langsam, dass wir strongly agreeen, dass die Rolle der Frau im Haushalt ist. Nichtsdestotrotz gibt es noch einen erklecklichen Anteil in der Bevölkerung, die denken, dass das so wäre, wo wir uns sagen können, das heißt stetige Arbeit. Stetige Arbeit daran, dass sich Werte nicht auch wieder zurückentwickeln auf Stufen, wie wir sie hatten. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist, nämlich nicht davon auszugehen, dass wir gewonnen haben und das ist es und jetzt brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das ist genauso die Frage nach Ungleichheit. Should there be more or less income inequality? Und tatsächlich gibt es eine nicht unerkleckliche Menge an Personen, das geht zwar auch zurück, die nach wie vor finden, dass Einkommensungleichheiten durchaus auch wichtig und gerechtfertigt sind. Und jetzt muss man sich natürlich im Detail fragen, welche Art von Ungleichheiten sprechen wir da? Nur ich habe heute früh mir gedacht, naja,
Also wenn ich eine Tagespension beziehe, die bin gleich fertig, eine Tagespension beziehe, die sich bei mir auf den Monatsgehalt umrechnen lässt, ist es natürlich eine interessante Frage, wie viel Wert Arbeit besitzt in einer Gesellschaft. Wir haben das dann eigentlich sehr stark in verschiedene Herausforderungen untergliedert, in ethnische, religiöse Ungleichheiten, Geschlechterungleichheiten, generationale Ungerechtigkeiten, die Herausforderungen der Globalisierung. Aber wir haben auch lange an dem Thema Populismus herumdiskutiert, wobei der Populismus so ein Kampfvokabel geworden ist, der eher sich immer nach rechts richtet. Aber Populismus ist eine Form, einen Diskurs in einer Gesellschaft zu führen. Und wir müssen uns anschauen, wie viele Populismen es eigentlich in einer Gesellschaft gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssten, als Forscher, als auch und dann natürlich Wissenschaft, Technik und Ungleichheiten. Und da sage ich vielleicht nur ein paar Worte. Also historisch ist es die Idee, war immer die Idee vorhanden, dass durch das Zirkulieren von Wissen und technologischen Realisierung eine bessere Welt entsteht. Und das ist eine Idee, die kann man zurückverfolgen, weit, viele Jahrhunderte Jahre. Aber eigentlich beobachten wir gleichzeitig auch neue Ungleichheiten, die damit entstehen. Und wir haben uns drei Fragen gestellt. Werte, Wissenschaft und Technologie und die Frage, wessen Werte werden eigentlich realisiert? Also für wen wird Innovation und Technologie entwickelt? Der zweite Punkt war Neuordnung unserer Gesellschaft durch Klassifizieren und Standardisieren. Und wir haben heute Datenbanken für alles. Es werden Daten über jeden gesammelt. Und die Frage ist, wessen Ordnung in dieser Datenordnung ist dann die, die quasi zählt? Und die dritte Frage war über das Leben in einer Gesellschaft des Experimentierens. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ganz viel mit Innovationen experimentieren. Wir wissen nicht, was sie uns bringen werden. Wir gehen auf sie zu, wir setzen sie um, aber die Frage ist, wessen Gewinn sind sie und wessen Stimme zählt dabei? Und das bringt mich dann zusammenfassend dann zu dem Punkt, dass es darum gegangen ist, wissenschaftlich-technische Rationalität im Zentrum von Governance führt nicht automatisch zu mehr Gleichheit. Also Policy-Basierung, aber gleichzeitig reicht das nicht aus. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das heißt, die Förderung von Wissenschaft und Technik reicht alleine nicht aus. Wir brauchen neue Modelle des Zugangs zu den Vorteilen dieses technowissenschaftlichen Fortschritts für einen breiteren Kreis der Gesellschaft. Und wir schlagen daher auch andere Modelle der Partizipation vor. Und es geht um die Einbeziehung von Wissenschaft und Technologie in gesellschaftliche Entwicklung. Ist damit keine Entpolitisierung von Entscheidungen, so wie wir gerne glauben, wir lassen uns jetzt einfach von Experten beraten, sondern wir müssen die Tatsache anerkennen, dass Wissenschaft eine Form der Politik mit anderen Mitteln ist. Und wir müssen als Wissenschaftler uns dazu bekennen, dass unsere Perspektive auch eine Form des Einbringens, des politischen Handelns ist und dass wir dafür daher auch Verantwortung übernehmen müssen. Und ich glaube, das ist für mich damit gekoppelt. Und das waren dann zwei nur der Empfehlungen. Wir brauchen soziale Innovationen, nicht nur wissenschaftlich-technische Innovationen, nämlich zum Beispiel, wie wir unterschiedlich gestaltende Räume und Formen der Partizipation. Wo holen wir Leute ab, die eigentlich schon am Rand der Gesellschaft angekommen sind? Also wie bringen sie wir wieder sozusagen in eine Mitte und damit beginnen wir wieder eine andere Form von Demokratie zu denken? Und wie denken wir den Demos, der in diesem Begriff Demokratie steckt? Also wer ist das, ich will den Begriff Volk jetzt nicht unbedingt verwenden, aber wer sind die Personen, die eigentlich von dieser Demokratie erfasst werden sollten und in ihr ein besseres Leben führen sollten? Und das hat sich verändert. Wer kann die Tatsache des Politikverdrusses, der jetzt sehr oft zitiert wird, die Tatsache, dass der Unzufriedenheit mit der Art und Weise einer formalen Demokratie ist eine wirklich spannende Frage, der wir uns stellen müssen als Sozialwissenschaftler und wo wir einige Aspekte auch darin diskutiert haben. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Ich danke für die Einladung, hier zu sprechen. Ich bin ja auch ein österreichisches Mitglied dieses internationalen Panels in einem Kapitel, das, ich will jetzt das Stichwort aufgreifen, Bringing the Demos Back In. Wir als Demografen beschäftigen uns ja auch mit dem Demos. Wir versuchen, den Demos zu beschreiben, zu verstehen, darzustellen. Und das Kapitel heißt eben da Global Health and the Contours of Human Life. Und auf Deutsch würde ich das gerne so die Lebensverläufe
und den demografischen Wandel. Und ich will mich auch hier auf den Vortrag von Christiane Spiel beziehen und auch stärker wieder auf die Bildung eingehen, aber nicht so sehr auf den Prozess der Bildung alleine, also was in den Schulen passiert, sondern was das für den Rest unseres Lebenszyklus bedeutet. Die Demografie, um es kurz zu definieren, ist in gewisser Weise die quantitative Analyse, manchmal sagen wir auch die Mathematik, von Gruppen von Menschen. Und dieses Kapitel hat sich eben damit beschäftigt, sowohl mit den individuellen Lebenszyklen, als auch dann, was heißt das im Aggregat für Bevölkerungen. Und vielleicht anders als viele der anderen Kapitel, es waren ja wirklich sehr heterogene Kapitel in diesem Band, versuchen wir eben möglichst konkret, nicht irgendwelche abstrakten Entitäten, sondern die Individuen, die Menschen bzw. Gruppen von Menschen hier in den Fokus zu nehmen. Und der Lebenszyklus beginnt nun einmal in der Regel mit der Geburt und dann kommt Bildung, Berufstätigkeit, manchmal auch Migration im Laufe des Lebens und er endet mit dem Tod, mit der Sterblichkeit. Und das hat sozusagen auch vorgegeben den Rahmen dessen, den wir analysiert haben, und zwar für alle Länder der Welt. Und wenn man sich anschaut, wie die Länder der Welt unterschiedlich dastehen, ich nur das Stichwort Bevölkerungsalterung in Europa, Bevölkerungsschrumpfung sogar im Osten, also Bulgarien zum Beispiel ist in einem massiven Schrumpfungsprozess, gleichzeitig massives Bevölkerungswachstum in Afrika, so ist es zunächst wichtig, dass wir keine statische, sondern eine dynamische Perspektive haben. Es ist nicht einfach so, dass Länder und die Kulturen und die Menschen in verschiedenen Teilen der Welt grundlegend unterschiedlich wären. Sie sehen, es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, keinen Zweifel. Aber ein Gutteil der Unterschiede, die wir heute sehen, kann dadurch erklärt werden, dass sich die Gesellschaften in unterschiedlichen Phasen eines gemeinsamen Wandlungsprozesses, der sogenannten demografischen Transition oder des demografischen Übergangs befindet. Ich illustriere es kurz nur mit einer Insel im Indischen Ozean, Mauritius, die Sie vielleicht als Urlaubsdestination kennen, aber es ist eine der Entwicklungsländer, wo es perfekte demografische Statistiken schon seit über 150 Jahren gibt. Und Sie sehen hier, während in Europa die Sterberaten bereits Ende des 19. Jahrhunderts zu sinken begonnen haben, bei uns in Wien zum Beispiel ganz wichtig, die bessere Hygiene, auch die bessere Wasserversorgung durch die Hochquellwasserleitung, die hier auch Anfang der 1870er Jahre eröffnet wurde. Und da sind die Sterberaten runtergegangen, es gab weniger Seuchentote. Gleichzeitig war die Geburtenrate noch hoch, bis sie dann Anfang des 20. Jahrhunderts gesunken ist. In vielen Entwicklungsländern hier sehen Sie ungefähr Sterbe- und Geburtenraten auf dem gleichen Niveau. Da wächst die Bevölkerung nicht, beziehungsweise Mauritius ist nur durch Zuwanderung gewachsen. Sie sehen hier im Jahr 1918, 19 diesen riesen Mortalitätsgipfel, das war auf der ganzen Welt die spanische Grippe, die uns ja auch hier in Österreich massiv betroffen hat. Viele sagen überhaupt die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Und dann ist in vielen Entwicklungsländern erst nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde auch die Antibiotika eingeführt, es wurde Public Health Maßnahmen eingeführt, die Sterbenraten massiv runtergegangen. Gleichzeitig blieben die Geburtenraten hoch, weil große Familienzahl in den Kulturen in der Regel eingebettet ist. Teilweise sehen hier sogar eine Zunahme, weil die Frauen auch einen besseren Gesundheitsstatus war, bis dann mit einer gewissen Verzögerung auch die Geburtenraten zu sinken beginnen. Und das ist also ein Prozess, durch den alle Gesellschaften, soweit bekannt ist, durchgehen. Manche haben schon abgeschlossen, in Afrika ist er gerade voll im Anlaufen und Asien, in Ostasien ist er auch schon abgeschlossen. Ja, die Geburtenraten haben wir erwähnt. Hier sehen Sie die durchschnittliche Kinderzahl in den verschiedenen Teilen Europas. Wir hatten bis vor kurzem hier eher eine Zweiteilung, sehr niedrig in den südeuropäischen Ländern, höher in den nordeuropäischen Ländern und auch in Frankreich. Wir können auch diskutieren, wie das mit Familienpolitik zusammenhängt, mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In der Regel ist dort, wo die Vereinbarkeit besser ist, auch die Geburtenrate höher. In den allerletzten Jahren sehen wir eine interessante Konvergenz wieder, nachdem in den Anfang der 2000er Jahre darüber geredet hat, dass wir in Europa eine Divergenz sehen. Ja, in den Entwicklungsländern, hier sehen Sie einen Querschnitt von 58 Demographic and Health Services in Entwicklungsländern, einfach ganz eindeutig je in einer gleichen Gesellschaft, also Sie sehen die durchschnittliche Kinderzahl in dem Land hier auf der X-Achse und dann in Farben die Geburtenraten der
verschiedenen Frauen mit verschiedenen Bildungsgruppen und durch die Bank haben also Frauen, die nie in der Schule waren oder wenig Bildung genossen haben, noch 6 bis 7, also eine wesentlich höhere Kinderzahl als Frauen mit Sekundärbildung oder Postsekundär. Das ist ein ganz starkes Muster und das kann man eben auch dazu verwenden, da, wie ich gleich zeigen werde, Bildung ein Charakteristikum, das über den Lebenszyklus gleich bleibt, hier eben Prognosen für die Zukunft zu machen, hier zum Beispiel für den Fall Kenia anzunehmen, wie die bildungsspezifischen Geburtenraten in Zukunft absinken. Und das hat dann massive Auswirkungen auf die zukünftige Bevölkerungszahl. Und Bevölkerungswachstum ist nun einmal, wie viele Menschen es in unserem Land gibt, wie viele Menschen es in Europa oder auf der Welt gibt, ein ganz entscheidender Faktor auch im Zusammenhang mit Umweltproblemen und Klimawandel. Ja, hier haben wir 2 ganz extreme Szenarien. Das eine ist, wir halten sozusagen die Bildung konstant. Es werden keine neuen Schulen gebaut. Dann sehen Sie, dass die Weltbevölkerung massiv anwächst, schon Mitte des Jahrhunderts fast die 10 Milliarden erreicht. Und rot sind die Personen, auch Frauen ohne Bildung, nimmt eher zu, weil eben die Bevölkerung wächst und keine Schulen gebaut werden. Wenn wir eine massive Bildungsexpansion haben, wie wir es eben dann gleich in Singapur sehen werden, dann nimmt die Bildungsstruktur der Gesamtbevölkerung langsam zu, weil es natürlich immer nur die Jungen sind, die Bildung genießen, es dauert, bis sie dann älter werden. Und gleichzeitig haben die dann natürlich weniger Kinder und wir sehen hier fast 1 Milliarde weniger Menschen auf unserem Planeten im Falle einer Bildungsexpansion. Also auch das, Bildung und Geburtenrate, ein ganz wichtiges Thema, eine Konsequenz, eine soziale Konsequenz der Bildung. Ja, ich hatte Singapur erwähnt, das ist also insofern ein interessanter Fall, weil es sozusagen die schnellste soziale Transformation, die wir hatten. Also innerhalb von 50 Jahren hat sich Singapur von einem bettelarmen, analphabetischen Entwicklungsland in die Hightech-Metropole der Welt verwandelt. Und als ich das erste Mal 1985 dorthin gekommen bin, habe ich wirklich eine geteilte Gesellschaft gesehen. Da waren die jungen Menschen und stärker die jungen Männer als die jungen Frauen, deshalb sehen Sie diese Trennlinie zwischen den Klassen hier etwas schief, die gut gebildet waren, wie in Europa, kaum ein Unterschied, da ist man um die Ecke gegangen, es waren ja Chinesen, die ihren traditionellen Lebensstil in ärmlicher Weise, in ärmlichen Restaurants gesetzt sind, das sind die älteren Geburtenjahrgänge. Sie sehen hier eine Klassengesellschaft, aber das sind nicht sich selbst reproduzierende Klassen, sondern das sind unterschiedliche Kohorten, unterschiedliche Geburtenjahrgänge. Und wenn man das sich sozusagen mal durchschaut, also wir haben für alle Länder der Welt diese Bildungsstrukturen nach Alter rekonstruiert. 1970 sieht man, dass fast alle Menschen in Singapur über 45 kaum bzw. gar keine Bildung hatten. Während bei den Jungen hat die Bildung begonnen. Die Geburtenrate war groß und hoch, deshalb gibt es viele junge Menschen. Ja, und dann gehen wir in 10-Jahres-Schritten. Jetzt sehen Sie, die besser gebildeten bewegen sich die Alterspyramide hinauf. Sie sehen auch, sie werden besser und besser gebildet. Gleichzeitig durch die Bildung nimmt die Geburtenrate ab. Hier im Jahr 2000 schon mehr als die Hälfte der jungen Männer und Frauen haben tertiäre Bildung. Ja, 2020, das können wir also in die Zukunft hinwegsetzen. Und das haben sozusagen heutzutage Südkorea und Singapur den höchsten Anteil der jungen Menschen mit postsekundärer Schulbildung. Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch die Alten, die nie die Chance hatten, in die Schule zu gehen. Und diesen Prozess, wie sich Gesellschaften verändern, und zwar in vorhersehbarer Weise durch den Generationenwechsel, hat auch der amerikanische Demograph Ryder als demografischen Metabolismus bezeichnet. Also Gesellschaften erneuern sich langsam Schritt und Schritt, wie eben die jungen Generationen, die anders sind, langsam die Alterspyramide hinaufrücken. Also das ist der Prozess. Jetzt zuletzt komme ich nochmal zur Bildung und der Lebenserwartung. Das ist ja etwas, was uns alle interessiert. Wie lange wir leben, wie gesund wir sind, ist eine der zentralsten Fragen, die die Menschen bewegt. Hier sehen Sie die berühmte Preston-Kurve aus dem Jahr 75, die hat also hier das Einkommen pro Kopf auf der X-Achse und auch die Lebenserwartung auf der Y-Achse. Und das war also für 1900, 1930 und 1960. Und was sich hier zeigt, und das ist sozusagen Standard Knowledge in Global Health, dass bei niedrigen Einkommen mehr Einkommen schnell zu mehr Lebenserwartung führt und es sich dann abflacht. Aber ab einem bestimmten Punkt bringt mehr Geld nicht mehr Lebenserwartung.
Und das Ganze verschiebt sich gleichzeitig im Laufe der Zeit nach oben. Und das wurde interpretiert als medizinischer Fortschritt. Also der gleiche Einkommen kauft uns mehr Lebenserwartung heute als früher, weil die Medizin besser ist. Nun ja, das ist die Frage. Und wir haben das lange in der Gruppe diskutiert. Und auch eine Studie von unserem Wittgenstein Center hat schließlich da auch die anderen überzeugt, dass es vielleicht gar nicht so sehr das Einkommen ist, das den Unterschied macht, sondern die Bildung. Wenn man nämlich rechts statt dem Einkommen, und das sind also neue Daten, wir haben jetzt die Rote 1979, 1990 und 2010, das gleiche Bild wie in der Preston-Kurve, aber wenn wir hier rechts die mittlere Bildung, also die durchschnittliche Schuljahre, die besucht wurden, nehmen, erstens ist es viel linearer, es flacht viel weniger ab, also mehr Bildung bringt uns auch weiter zusätzliche Lebensjahre. Und vor allem schiebt die Kurve sich nicht im Laufe der Zeit nach oben, also viel weniger residuale Effekte, wie man sagt, also unerklärte Effekte. Ja, das hat zu einer großen Diskussion Anlass gegeben und das spricht, ich zeige das deshalb, weil es in den Sozialwissenschaften eine ganz wichtige Diskussion ist. Was sind die kausalen Mechanismen dahinter? Und wir haben also hier die Schulbildung, über die Christiane schon berichtet hat. Und dann wichtig ist, es dauert eben mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis dann die Erwachsenen mit besserer Bildung sich eben unterschiedlich verhalten. Sie sind produktiver auch, sie können ein höheres Einkommen erwirtschaften, das ist ohne Zweifel so. Und es gibt auch keinen Zweifel, dass sie in der Regel einen besseren Gesundheitsstatus haben. Und daraus ergibt sich eine Korrelation zwischen Einkommen und Gesundheit. Die Frage ist, ist es nur eine kausale Beziehung oder vielleicht eine Scheinkorrelation? Also das ist eine dieser interessanten Fragen, die uns dort beschäftigt hat und ist sicher auch für viele hier in Österreich und für die Gesundheitspolitik wichtig ist. Wir im Wittgenstein Center sind dann zu der Konklusion gekommen, nach komplexen statistischen kausalen Modellierungsversuchen, dass es in der Tat die Bildung ist, die mehr Ausschlag gibt und das in einem Schlagwort zusammenkam. When it comes to survival, mind matters more than money. Das klingt doch schön. Also die Frage ist, was ist wichtiger, was in unserer Brieftasche ist oder was in unserem Kopf ist. Und natürlich, ganz leere Brieftasche ist auch nicht gut, aber wenn wir ein bisschen was drin haben, entscheidet der Kopf, was wir mit dem bisschen was tun. Und ab einem bestimmten Punkt nützt uns auch die dickere Brieftasche weniger, wenn wir das Falsche tun. Ganz kurz noch nach Österreich, also hier auch die österreichische Gesundheitsuntersuchung vor ein paar Jahren zeigt also den Anteil der Personen mit Beeinträchtigungen im Alter. Sie sehen natürlich, in allen Bildungsgruppen nimmt dieser Anteil mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu, aber es gibt auch hier ganz massive Bildungsunterschiede. Und zwar bei den Frauen, wo es also weniger durch Berufstätigkeit beeinflusst ist. Wenn Sie schauen, also Frauen im Alter von 75 bis 79, so sind sie, wenn sie nur Pflichtschule haben, mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit von gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen, als in der blauen Linie, wenn sie einen postsekundären Abschluss haben. Ja, und ganz zuletzt noch, haben wir schon vor einigen Jahren gemacht, nur weil es so schön ist und auch ein bisschen Optimismus vielleicht, um das Volk zu beruhigen, weil es ist ja ein hochgebildetes Auditorium hier. Wir haben in einer Reihe von Akademien der Wissenschaften in unserem Akademieinstitut untersucht, wie hat sich die Lebenserwartung der Akademiemitglieder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung entwickelt. Leider kann man das nur mit Männern vergleichen, weil die Akademiemitglieder in der Regel ja nur Männer waren bisher. Und da zeigt sich also, dass die Lebenserwartung im Alter von 60 zwischen 1870 und 1950 kaum gewachsen ist und interessanterweise auch die Lebenserwartung der Akademiemitglieder kaum höher war. Obwohl, ich möchte erinnern, die besten Ärzte der Welt waren damals in Wien und waren auch Akademiemitglieder, aber es hat ihnen wenig genützt offensichtlich für die Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann hinauf, also ab 1975 eigentlich erst. Und hier sehen Sie, die Akademiker in Österreich haben in der Regel jetzt in den letzten Jahrzehnten doch 3 bis 4 Jahre mehr Lebenserwartung als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und schauen wir uns die Akademiemitglieder an, ja, noch einmal 3 bis 4 Jahre höher. Wir können jetzt diskutieren, was der Grund dafür ist. Die plausibelste Erklärung ist, dass es kontinuierliche geistige Tätigkeit im hohen Alter ist, die uns da sozusagen einfach länger am Leben erhält. Und es zeigen auch viele internationale Studien, sozusagen in Pension zu gehen und dann, ja,
Sich auf die faule Haut zu legen, ist nicht gut für die Gesundheit und schon gar nicht gut fürs Überleben. Je länger man aktiv bleibt, umso länger lebt man auch gesund. Gut, ich höre jetzt hier auf, das waren nur ein paar Beispiele, wie sozusagen die von Christiane Spiel beschriebene Bildung ja dann auch Jahrzehnte später bis an das Ende des Lebens sich fortsetzt. Ganz zum Schluss noch ein bisschen zum Prozess des IPCC. Wie schon gesagt wurde, war sicher der IPCC, also der Intergovernmental Panel on Climate Change, ein Vorbild hier. Auch in der Person von Mark Flerbe. Ich hatte ja selbst die Gelegenheit, mit Mark Flerbe beim IPCC mitzuarbeiten. Er war da der Convening Lead Author und ich ein Lead Author im Bereich Sustainable Development. Und also sehr viel von der Struktur haben wir da aufgenommen. Es ist ein interessanter Unterschied, über den wir dann vielleicht später noch diskutieren können. Beim IPCC sind natürlich in der Regel Naturwissenschaftler. Während beim IPSB, wo wir jetzt darüber berichten, sind es fast nur Sozialwissenschaftler. Und da wird schon unterschiedlich argumentiert. Also bei den Naturwissenschaftlern spielt natürlich das Testen von Hypothesen, die quantitative Beschreibung eine viel größere Rolle. Ich erinnere nur daran, dass da zum Beispiel ganz wichtig beim IPCC, für jedes Statement, das man macht, muss man sagen, ob das mit High Confidence, Intermediate Confidence oder Low Confidence gemacht wird. Bei Sozialwissenschaftlern ist das weniger der Fall. Ja, und wir können dann später darüber reden, welche Paradigmen, Implikationen das für Sozialwissenschaften haben kann. Es ist auch ein wichtiger Unterschied, dass das IPCC von den Regierungen beauftragt wurde und auch der Endtext mit den Regierungen verhandelt wird. Da gibt es Wochen, monatelange Verhandlungen mit Regierungsvertretern, ob dieser Satz jetzt so dastehen darf oder nicht. Der IPSB ist eine reine Aktion der Scientific Community, sozusagen eine Bottom-up, und es wird sich zeigen, ob sie im gleichen Maße auch Einfluss haben wird. Und zu guter Letzt gibt es ein drittes Modell, das ist der Global Sustainable Development Report. Es wurde schon von den Sustainable Development Goals hier gesprochen. Der UN-Generalsekretär und die General Assembly haben eine Gruppe von 15 unabhängigen Wissenschaftlern eingesetzt, zu der ich auch berufen wurde, um diesen Report zu schreiben. Und das ist das erste Mal, dass ein so hoher Report auf UNO-Niveau von einer unabhängigen Gruppe geschrieben wurde. Also es wird nicht mit den Regierungen der Wortlaut am Schluss verhandelt, sondern wir dürfen vorlegen, jetzt im Herbst bei der Generalversammlung, was immer wir wollen. Nun muss es natürlich glaubwürdig sein. Also es sind sozusagen drei unterschiedliche Modelle. Das eine ein reiner Regierungsbericht, das andere ein unabhängiger Bericht, der von der UNO beauftragt ist, und dieses IPSB, ein vollständig frei von der Wissenschaft organisierter Bericht. Ja, es wird spannend sein zu sehen, welche dieser Berichte sich in welcher Weise durchsetzt, kritisiert oder behandelt wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir kommen jetzt zum Podium. Ich darf den Minister Hannes Androsch, Georg Kapsch und die beiden Referentinnen und Referenten herausbitten. Vielleicht ganz kurz, das würde ja für den Minister bedeuten, wenn die Akademie wieder so eine hohe Lebenserwartung haben, dass das natürlich für ihn auch zutrifft und vielleicht auch für einige Personen hier im Publikum. Eine erste ganz kurze Frage nur. Hat jemand von Ihnen vor der Einladung zu der Veranstaltung, natürlich nicht ihr beide, schon von dem International Panel gehört gehabt? Ja, in meiner Funktion als Industriehelfer schon, weil ich bin ja geprüft worden vor einiger Zeit. Vor der Einladung? Vor der Einladung zur Veranstaltung? Nein, vor der Einladung nicht. Gut. Das heißt, auf jeden Fall, das, was ja eigentlich auch das Ziel ist durch solche Veranstaltungen, wir müssen auch daran arbeiten, dass die Ergebnisse bekannt werden. Und der Abschluss lautet ja auch, wir müssen in einen Dialog mit der Gesellschaft kommen. Unsere heutige Veranstaltung soll das in den kleinen ersten Schritt in Österreich ermöglichen. Vielleicht ganz erst die Frage an Sie alle drei.
Sind die Befunde, die jetzt berichtet wurden, ist da was überraschend? Ist da etwas, wo man sagt, das ist so bedenkenswert an dem, das muss man jetzt aufgreifen, oder das wäre etwas, was besonders wichtig erscheint, an dem man das machen muss? Darf ich kurz anfangen? Ja, was mich überrascht hat, war eher die Einleitung, sowohl von der Uni-Ratsvorsitzenden Frau Rodny als auch deine Einleitung, nämlich das Zeichnen sozusagen einer so schlechten Welt, in der wir leben. Und ich habe gegrübelt und nachgedacht und historisch ein bisschen zurückgespult. Eigentlich leben wir in einer unglaublich guten Welt. Hunger ist zurückgegangen, objektiv ganz sicherlich im globalen Spektrum. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, in der jeweiligen nationalen Verfassung von Demokratie, Frau Feld, Sie haben vollkommen recht, Demokratie hat sich stärker durchgesetzt, wenn ich es vergleiche mit Zeiten, wo wir noch Feudalstaaten und monarchistische Regime gehabt haben. Bildung ist ein allgemeines Gut geworden. Wir haben Frieden, insbesondere auf diesem Kontinent, der im 19. Jahrhundert voll von Konflikten war, mit nationalstaatlichen Attitüden. Also eigentlich leben wir in einer wirklich guten, prächtigen Welt. Woher kommt dann, und das wäre meine Frage auch, die ich ja eher zurückgebe, woher kommt dann dieses negative Bild, wie es offensichtlich auch die Jugendlichen, Christiane, du hast es ja vorgeführt, auch gezeichnet haben, ist das jetzt ein, demografisch gesprochen, ein Kohorteneffekt, dass junge Menschen vielleicht immer Angst vor der Zukunft haben, oder ist es ein Periodeneffekt, dass man sagt, ist vielleicht subjektiv gesehen unsicher geworden. Also für mich stellt sich das als einen wirklichen Gegensatz dar zwischen einem objektiven Befund und einer subjektiven Darstellung, vielleicht auch nur von euch gezeichnet, das weiß ich nicht. Und darf ich aber noch meine zweite Rückfrage anhängen. Ihr sprecht von Progress, vom Fortschritt. Welchen Fortschrittsbegriff verwendet ihr eigentlich? Das ist mir unklar geblieben, insbesondere sozialer Fortschritt. Ganz schwierig zu definieren. Einen technologischen Fortschritt kann ich definieren, indem ich, weiß nicht, einen Motor erfinde, der mehr Leistung und weniger Energie braucht oder was auch immer. Wie geht ihr mit dem sozialen Fortschrittsbegriff um? Da muss man sich ja Gedanken gemacht haben, wenn man so ein großes Werk an den Tag legt. Ich will diese Frage, ob wirklich die Welt so toll ist, an die beiden anderen Diskutanten weitergeben. Nur, das hast du geschickt zurückgegeben, sodass du dich nicht als Minister äußern musst, könnte man natürlich auch ein bisschen sagen. Aber ich frage mal, ist unsere Welt wirklich so toll und ist alles gut? Danke. Ja, ich glaube, Herr Bundesminister, ich habe ein bisschen andere Sichtweise dazu. Objektiv gesehen, statistisch gesehen, haben wir sicherlich weniger Armut und hatten wir noch nie so wenig Armut auf der Welt wie heute. Die Frage ist ja nur die Perzeption. Also wie nehmen die Menschen das wahr? Sie nehmen es ja auch relativ wahr zu den anderen. Wir hatten auch noch nie so viel zur Schau getragen an Reichtum wie heute. Also glaube ich, dass alles relativ ist. Und ich weiß nicht, wo diese Filme gedreht wurden, in welchen Gesellschaften diese Filme gedreht wurden, das ist ja auch relevant. Weil wenn ich das in einer Gesellschaft drehe, die im Aufwind ist, dann ist dort sicher die Darstellung und das Verständnis ein anderes, als wenn ich sie in einer saturierten Gesellschaft wie in der europäischen drehe. Weil auch, also ich glaube ja, in Europa kann es nicht viel besser werden, als es heute ist. Und daher ist natürlich in dieser Gesellschaft die Zukunftsangst eine viel größere als in einer Gesellschaft, in der ich Potenziale sehe. Und wenn wir jetzt die Sichtweise zum Thema Politik sehen, und das, ich habe da mitgeschrieben, wenn Sie sagen, was liegt innerhalb und was liegt außerhalb des demokratischen Bodens, das war eine wirklich interessante Stellungnahme. Und ich sehe halt, dass wir haben sehr viel an demokratischem Boden gewonnen über die letzten 100 Jahre, sind aber, glaube ich, speziell in Europa, jetzt kann man über die USA natürlich auch diskutieren, am besten Wege von diesem demokratischen Boden wieder einiges zu verlieren. Und das gilt auch für unser Land. Denn wenn ein Mitglied der Bundesregierung sagt, Politik steht über Verfassung, dann ist das ein Infragestellen des Verfassungsstaates.
Und da muss ich sagen, und da reden wir dann über mehr an Demokratie. Ja, Herr Bundesminister, ich räume gerne ein, dass es meiner Generation, vielleicht der ersten, besser geht als der meiner Großeltern. Aber dennoch kann ich mich nicht der Meinung anschließen, dass wir in der besten aller Welten leben, weil ansonsten hätte ja der liebe Gott eine bessere geschaffen, weil wie erklären Sie dann die Wahl des Trumps, die Entscheidung vom Brexit, den Orbanismus, den Salvinismus und die alpinen inzwischen leichten Ausprägungen bei uns? Das muss ja Gründe haben, oder die gelben Westen in Frankreich. Also kann es nicht ganz so sein, wie vielleicht diese schöne, wolkige Vorstellung das wiedergibt, geschweige denn, was im Nahen Osten abspielt, was sich in Afrika abspielt und so weiter und so fort. Also wäre es doch angebracht zu überlegen, wie wir zu einer besseren Welt kommen und warum sie nicht diese heile Welt ist und was dafür notwendig ist. Und da kann ich nur mit Respekt sagen, das ist eine hervorragende Annäherung der Politik für bessere Entscheidungen oder überhaupt Entscheidungen, die dann besser sind. Unterlassungen sind ja auch eine politische Möglichkeit von Handlung, also Nichthandlung, Unterlagen zu liefern. Herr Andrus, mein Plädoyer war ja, wir müssen diese Aussagen der schlechten Welt differenzieren. Meinen wir das jetzt im Generationenvergleich? Meinen wir das im Vergleich jetzt Neuzeit, Mittelalter? Welche Variablen ziehen wir zu Rate? Wolfgang Lutz hat gezeigt von der wunderbaren Erhöhung der Lebenserwartung. Wie auch immer wir den sozialen Fortschrittsbegriff definieren, das würde für mich schon in einen Fortschrittsindikator hineingehen. Wie weit gestatten wir es, wie weit ist es möglich, dass Menschen die ihnen vorgegebene, genetisch, biologisch vorgegebene Lebenserwartung auch ausleben können. Und da ergibt sich ein ganz ordentlicher Fortschritt im historischen Vergleich. Also ich würde nur bitten um Präzision, auf welcher Zeitskala bewegen wir uns mit dieser Aussage? Das war mein einziges Monitor. Willst du? Vielleicht einfach ein Stück weit dazu zu sagen, ist natürlich eine Frage, was Sie als Vergleichsgröße heranziehen. Und der Punkt ist natürlich der, also ich jetzt nehme jetzt nur ein Beispiel das Altern her. Ich kann jemandem versprechen, dass ein durchschnittlicher Alter hat sich erhöht um 15 Jahre. Wenn er in völliger Armut altert, ist die Frage, was das Attraktive an diesem Gewinn an Jahren ist. Und das ist ja derzeit in Frankreich auch ein Teil natürlich nur des Aufstandes dessen, dass sich ganz viele Leute ihr Grundleben nicht mehr leisten können in einer Gesellschaft, die gleichzeitig den Fortschrittsdiskurs führt. Also das ist ja, glaube ich, das Auseinanderklaffen ist das Problem, dass in Frankreich bestimmte Probleme angegangen werden, bestimmte, der erste politische Akt dann etwa ist, Vermögensteuern abzuschaffen, aber dann zu sagen, eine Steuerreform kann ich mir leider nicht leisten, weil das ist so kompliziert, das zu machen. Das heißt, es ist die Frage, was kann sich jemand in seiner Lebenszeit erwarten? Und ich glaube, das trifft sich sehr schön, warum wir haben einige sozusagen Generationen gehabt, wo man sich immer erwarten konnte, dass es den Kindern, die Vorstellung, dass es den Kindern besser gehen wird, als es den Eltern gegangen ist. Und in vielerlei Fällen ist es jetzt so, dass diese Vorstellung ein Stück weit gebrochen ist. Dass es am Arbeitsmarkt keine Räume mehr gibt, dass diese Entwicklungsmöglichkeiten theoretisch da sind, aber nicht in der Praxis, dass es regional riesige Unterschiede gibt und so weiter. Das heißt, und das hat was mit einer gewissen Art Demokratie nicht mehr als gelebtes Prinzip zu verstehen, sondern nur mehr als eine Formalhülle, wo ich halt alle paar Jahre mal wählen gehen kann, aber dann kann ich ohnehin nichts mehr machen. Und das ist eine Form von Unzufriedenheit, die sich schon auch ausdrückt, insbesondere in der jüngeren Generation,
die darauf drängen, dass irgendetwas passiert, dass sich für sie eine Vision auftut und nicht eine allgemeine Vision für eine Gesellschaft. Also die haben nichts davon, wenn man ihnen sagt, sei doch glücklich, ein Jugendlicher vor 100 Jahren wäre 15 Jahre früher gestorben. Ich glaube nicht, dass das ein Wertgewinn für jemanden ist, was seine Lebensqualität angeht. Vielleicht ein ganz kurzer Satz, du bist sofort dran. Auch wenn ich, Heinz, auch wenn ich direkt gebe, dass wir einen Fortschritt haben, in vieler Hinsicht, stellt sich die Frage, haben wir nicht trotzdem genug Probleme, vor allem wenn daher ist trotzdem die Frage, wenn es eben heißt, das war ja auch das Thema, 21. Jahrhundert, und ich meine, die Diskurse gibt es ja genug, was können wir tun, dass diese, sagen wir mal, die als Bedrohungen geschilderten Szenarien nicht Realität werden? Ein paar kurze Kommentare. Ich gebe dir voll recht, Heinz, das Entscheidende ist schon, dass in diesem riesen Global Effort präzise Definitionen sind. Was ist Fortschritt? Und meine Antwort ist, jedes Kapitel hat das ein bisschen anders beantwortet. Also in unserem Kapitel war es sicher, Social Progress ist ein Zunehmen nicht nur der Lebenserwartung, sondern der gesunden Lebenserwartung. Wir haben sehr viel mit Wellbeing Indicators gearbeitet. Ich selbst habe jetzt gerade ein neues ERC-Projekt begonnen, um sozusagen ein Wellbeing Indicator as a Sustainable Development Criterium. Wir nennen das Years of Good Life. Also man muss am Leben sein, aber man muss gleichzeitig eine gewisse Life Satisfaction haben, man muss aus der Armut raus sein, man muss einen gewissen Gesundheitsstatus haben. Und das kann man auch quantitativ, objektiv erfassen. Und interessant wird es auch, wie weit dann auf die Zukunft gesehen, da kommen natürlich neue Bedrohungsszenarien hin. Wir haben also, der Klimawandel ist sicher ein ganz großes Thema und das erklärt auch, warum so viele Ängste da sind, weil natürlich auch ungeahnte Bedrohungen einhergehen mit dem gleichzeitig bisher fantastischen Fortschritt, den wir gemacht haben. Also beides nimmt zu, die Ängste vor der Zukunft und in gewisser Weise das, was wir bereits erreicht haben. Und da ist die entscheidende Frage, wie wird zum Beispiel der Klimawandel sich zukünftig auf die Years of Good Life, wenn wir diesen Indikator hernehmen, in verschiedenen Teilen der Welt, auch für unterschiedliche Subpopulationen, für die Männer und für die Frauen, für indigene Völker und so weiter, auswirken. Und da braucht man wissenschaftliche Analysen, da braucht man wissenschaftliche Modelle. Und ein letzter Punkt ist, warum haben so viele Jugendliche so ein negatives Bild? Ich glaube, da spielen schon auch die Medien eine Rolle. Nicht umsonst, wir haben uns entschieden, in der ÖAW jetzt im April ein großes Symposium, Global Sustainable Development in a Mediatized World, also in einer mediatisierten Welt. Weil zunehmend das, was wir von der Welt wahrnehmen, ja nicht eine eigene Erfahrung nur ist, sondern auch das, was vermittelt ist. Und ich glaube, da spielen also die Medien eine ganz entscheidende Rolle. Gibt es Wortmeldungen dazu? Also. Hannes, vorhin geht's durch. Ich glaube, man macht sich keiner Übertreibung schuldig, wenn man davon ausgeht, dass wir in einer Umbruchszeit leben, die viel dramatischer, weil tiefgehender und vor allem rasanter ist als der Übergang von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Aber wir leben ja noch in unserer Perzeption bei den rauchenden Schornsteinen und sind noch nicht angekommen bei den rauchenden Köpfen. Und das Tempo dieser Entwicklung, die Angelsachsen sind der Meister in der Formulierung von Schlagwörtern, also die jüngsten heißen Globalization, weil sich die Globalisierung verlangsamt, aber gleichzeitig Globotics, die Verbindung von Globalisierung und Robotern. Und das hat dramatische Auswirkungen von Detroit über die Docklands bis ins französische Zentralmassiv oder nach Mittelengland. Und das führt zu einer dramatischen Spaltung der Gesellschaft. Und diese Beispiele, die ich erwähnt habe, bringen ja das zum Ausbruch, wenn ein Großteil der Menschen in diesen Ländern sich als forgotten people fühlen oder es tatsächlich sind. Übrigens, der Roosevelt hat im Wahlkampf 1932 den Begriff geprägt oder zumindest verwendet als Widerspruch zu dem, was der Präsident Hoover von sich gegeben hat und mit Bomben und Granaten auch
der Huber die Wahl verloren und der Roosevelt gewonnen. Schlussfolgerung daraus ist nicht Selbstzufriedenheit oder Schönrederei pflegen zu können, sondern für das digitale Zeitalter einen entsprechenden New Deal anzupacken und schon in Vorwegnahme unseres morgigen Gesprächs, unsere Bildungspolitik ist davon weit entfernt. Also ich glaube, da gibt es einige Aspekte dazu. Ich habe da jetzt ein bisschen mitgeschrieben. Ich meine, ich kann es jetzt nicht global sagen und da müssen also auch diejenigen, die in der Bildung und in der Bildungsdemografie besser geschult sind als ich, etwas dazu sagen. Aber auf der einen Seite denke ich, dass wir ein Auseinanderlaufen der Bildungsklassen haben. Wenn ich jetzt 40 Jahre zurückgehe, also in meine 40, 45 Jahre in meine Schulzeit zurückgehe, glaube ich nicht, dass es in Österreich einen derart großen Analphabetismus gegeben hat wie heute. Ich wage das zu bezweifeln, aber Sie können das sicher besser beurteilen als ich. Ich denke, diejenigen, die damals aus der Pflichtschule kamen, konnten zumindest sinnerfassend lesen und schreiben und dann auch entsprechend rechnen. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, wir haben da, und das beziehe ich jetzt wirklich auf Österreich, wir haben über Jahrzehnte den Menschen die Eigenverantwortung ausgetrieben, haben ihnen erklärt, der Staat ist für dich da, der Staat sorgt für dich, haben ihnen aber nicht dazu gesagt, dass sie selbst der Staat sind, dass der Staat nicht irgendetwas Übergeordnetes ist, der schaut, wo die Geldmittel herkommen und sie dann verteilt nach Gutdünken, sondern dass wir das ja alles erschaffen müssen. Und ich glaube, dass gerade in dem Fehlen der Eigenverantwortung ein Teil dieses Angstmechanismus liegt. Weil wenn ich eigenverantwortlich bin, dann habe ich Angst, wenn ich sehe, wie bestehende Systeme Gefahr laufen, zusammenzubrechen. Und diese Angst wird ja zum Teil auch geschürt politisch. Da wird ja Politik gemacht damit und da werden Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgehetzt. Und das ist ja auch in der Bildungspolitik, also jetzt nicht auf Sie bezogen, Herr Bundesminister, aber grundsätzlich in der Bildung nicht anders. Und ich glaube, und da gebe ich dem Herrn Dr. Andrusch vollkommen recht, die Dynamik ist heute eine völlig andere, als sie früher war. Und da haben eben manche oder viele Menschen die Angst, nicht mitzukommen dabei. Und ich glaube, die vor allem in der Elementarbildung, und damit bin ich fertig, haben wir eines nicht geschafft, den Kindern und diese Neugierde, die sie haben, zu erhalten. Irgendwann verlieren sie die Neugierde. Und Neugierde hilft auch, in die Zukunft zu blicken und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und ich glaube, wir sind heute in Österreich und auch in weiten Teilen Europas weniger neugierig als Menschen in den Ländern, die gerade, ich sage jetzt absichtlich nicht Emerging Markets, sondern in Ländern wie Korea etc. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ich würde gern erstens das aufgreifen, was Sie jetzt gesagt haben, mit diesem Zutrauen, Selbstvertrauen. Denn das war eine meiner Erfahrungen bei dieser Jury, dass die Jugendlichen das Gefühl gegeben haben, wir müssen reagieren und können wir es überhaupt, aber gar nicht. Wir sind die Akteure und wir gestalten unsere Zukunft. Und das ist ja eine sozusagen der Conclusios, die auch beim International Panel ist. Jede sollte sich eigentlich engagieren, denn wir können die Zukunft nicht den anderen überlassen, sondern müssen mittun, aber wir müssen auch miteinander darüber reden und austauschen, was wir wissen. Und wenn ich jetzt beobachtet habe, so ein bisschen, worüber wir geredet haben, haben wir wieder mal eine Diagnose gemacht. Also das heißt, wie ist die Situation? Aber ich glaube, wir müssen aus der Phase der reinen Diagnose auch wegkommen, denn das ist auch genau das, wo ich glaube,
Auch das ist ein Fortschritt von dem Pendel, dass man dort festgestellt hat, es reicht nicht, dass wir Wissenschaftler immer sagen, so ist es und wir schauen es uns an, sondern wir müssen eigentlich auch mit denen, die handeln können oder auch selbst sehen, auch wir können handeln, in einem Austausch kommen. Das, was auch die Frau Nowotny am Beginn gesagt hat, auch die Universitäten, Third Mission, ist einfach ein wichtiger Thema, nämlich das heißt Transfer in die Gesellschaft, Wissensaustausch mit der Gesellschaft auch hineinhören und nicht sozusagen im Elfenbeinturm verharren. Also was können wir tun? Naja. Was kann ein Politiker, eine Politikerin tun unter einem Regierungsabkommen, das man vielleicht nicht mitentwickelt hat? Was kann die Wirtschaft tun, wo es gleichzeitig doch den Druck auch gibt in Richtung Profitorientierung? Den gibt es einfach, weil man hat auch Mitarbeiter und so weiter. Was also kann man konkret tun? Das Volksbegehren endlich durchsetzen oder die Neustadtschule umsetzen, wäre schon ein Beispiel. Das beginnt bei der kleinkindlichen Erziehung, bei der vorschulischen Erziehung, das betrifft eine Ganztagsschule und so weiter, geht das vor. Und wir machen genau das Gegenteil oder jedenfalls nicht das, was evidenzbasiert ist, sondern sagen, was wir machen, ist eine politische, heißt ideologische Entscheidung und spalten die Gesellschaft. Das ist eine ganz einfache Antwort, nur tun muss man es. Naja, ich möchte das aufgreifen, was du gesagt hast mit der Third Mission. Und ich möchte nur noch einmal erinnern, wir sollten in der Diskussion wirklich präzise bleiben. Wir leben heute in der Zeit großer Umbrüche. Ja, die Gesellschaft hatte viele große Umbrüche, müssen Sie nur an das 19. Jahrhundert denken, mit der Ablösung einer Agrargesellschaft durch eine Industriegesellschaft mit erheblichen sozialen Verwerfungen. Auch mit der Herausbildung neuer Zentren und neuer Peripherien. Auch mit einer Vergrößerung natürlich von Zentren und Peripherien, weil das ist das Wesen jedes Innovationszyklus. Innovationszyklen entstehen an bestimmten Orten und es braucht viele Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis sich diese Innovationszyklen in die Peripherien weiterbringen. Und bis dorthin hat man so etwas wie eine Vergrößerung von regionalen Disparitäten und auch von gesellschaftlichen Disparitäten. Ich will das nur sagen, weil das ja im Prinzip nichts Neues ist, dass wir heute, d'accord, natürlich in einer Zeit erheblichen technologisch bedingten, aber auch politisch bedingter Umbrüche leben und dass wir uns darauf rechtzeitig einstellen müssen. Dahingehend ist es sehr wertvoll, wenn es hier zu präzisen wissenschaftlichen Aussagen kommt, die im Rahmen von Third Mission sowohl an die Öffentlichkeit als auch an die Politik herangetragen werden. Ich sage aber auch dazu, wenn man einen gewissen Rollenwechsel ja schon ein Jahr lang hinter mir habe, die Empfehlungen müssen machbar sein. Meistens enden ja dann politische, aus der Wissenschaft kommende politische Empfehlungen, wir brauchen mehr Ressourcen. Ganz d'accord, brauche ich auch immer mehr. Ja? Aber auch gemacht werden wollen. Was, die politischen, die Ressourcen? Machbar sein, aber auch gemacht werden wollen. Richtig, es muss machbar sein, was an Empfehlungen herauskommt. Sie müssen präzise sein, aber ja, sehr gerne, Herr Androsch, wenn es machbar ist, mache ich es gerne. Sie wissen ganz genau, dass wir im Bereich der Exzellenzinitiative, haben wir gesagt, guter Vorschlag, schauen wir, dass wir es umsetzen. Wenn es präzise Informationen sind, dann kann man das gerne umsetzen. Das klingt auch besser, als es ist, denn die wissenschaftliche Beratung muss auch eine sein, die eben passt, machbar ist und die beraten, müssen auch manchmal schauen, dass sie sich nicht in einen politischen Strudel verheddern. Der Kollege, der über die islamischen Kindergärten gearbeitet hat, hat sicherlich viel bewirkt, aber es war für ihn alles andere als einfach, hier diese politische Beratungstätigkeit durchzuführen, weil man aufpassen muss, dass es eine gewisse Distanz bleibt und gibt zwischen der Wissenschaft und der Politik. Und die von Max Weber vorgegebene Distanz halte ich für unglaublich wertvoll und wichtig und die sollte auch eingehalten werden. Also der Wissenschaftler soll nicht den Rock des Politikers anziehen und umgekehrt, der Politiker soll nicht so tun, als ob er die Wissenschaft wüsste. Ulrike Feld und
Aber dann stellt sich eine sehr konkrete Frage für mich. Also zum einen stimme ich dem zu, dass Umbrüche und Wandlungsphänomene, wenn man sich das frühe 20. Jahrhundert, da braucht man nur nach Österreich schauen und sich anschaut, wie das soziotechnische Wandel in Wien ausgesehen hat, wenn man von Ende des 19. Jahrhunderts in das frühe 20. Jahrhundert geht, bin ich einverstanden. Man möge aber auch aus der Geschichte lernen, was dann passiert ist. Nämlich, wie viel politische Umbrüche auch dazu geführt haben, wie hohe Grad an sozialer Unzufriedenheit, wie, also, das hat ja auch, das heißt, es geht ja auch darum, wenn wir uns das heute überlegen, eine bestimmte Form des Miteinanders in einer friedvollen Weise aufrechtzuerhalten. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht nur, ist es wichtig, aus der Geschichte zu lernen, aber gleichzeitig sich auch zu sagen, dass wir daraus lernen sollten, dass wir sehr viel früher erkennen sollten, dass Umbrüche vorhanden sind und wir sie neu denken müssen und daher auch Umsetzungen brauchen, damit wir nicht ein Gros der Gesellschaft verlieren. Und da geht es nicht darum, ob wir objektiv jetzt irgendwelche Kriterien haben, die man vermessungsweise jemand sagen kann, dass es ihm besser geht, sondern es geht auch darum, dass es das gute Leben kann auch nicht von der Wissenschaft bestimmt werden, sondern muss auch sozusagen ein gefühlt gutes Leben sein. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Art von Partizipation und Beteiligung einfach auch in einer anderen Weise zu pflegen. Und ich glaube, das ist wichtig für die Wissenschaft selber. Und das Zweite ist, ich gebe Ihnen recht, dass es wichtig ist, dass die Wissenschaft für sich selbst den Raum braucht, bestimmte Situationen zu analysieren und auch die Präzision. Und nur um zu sagen, wir haben ungefähr einen Tag lang über den Begriff des Fortschritts gestritten, gegen den ich mich eigentlich sehr geäußert habe. Dann aber war der Versuch, da einen Begriff, der in der Gesellschaft sehr weit verbreitet ist, vielleicht auch anders umzudeuten. Und der Versuch war genau zu sagen, welche Facetten kann denn dieser Begriff haben und für wen, in welcher Fragestellung, in welchem Zweck hat er ganz unterschiedliche Bedeutung. Und ich glaube, das rauszuarbeiten, dass es nicht die Definition des Fortschritts gibt, sondern die wird ganz anders ausschauen für bestimmte Gruppen, Gruppierungen, Länder, Regionen und so weiter. Darum geht es ja, glaube ich, auch darum. Also, dass wir. Ich habe ihn gebraucht. Ich habe auch dazu gesagt, dass ich nicht. Was heißt eben? Also, was darf ich mit dem eben anfangen? Die Frage ist, ich versuche genau zu erklären, warum der Begriff verwendet worden ist, genau um ihn für ein konkretes Beispiel mit bestimmten Sinn zu füllen. Und deswegen war der Versuch, quer zu den Kapiteln, und Sie haben ja gesagt, das ist auch sehr unterschiedlich verwendet worden, weil bei unterschiedlichen Fragen das, was wir als Fortschritt sehen, etwas anderes ist. Wenn man es historisch anschauen will, ist es doch interessant, dass wir in der Nachkriegszeit viele Jahrzehnte einen Fortschrittsdiskurs geführt haben, wo wir den Leuten erzählt haben, wenn sie nur mitmachen, wenn das und das nur passiert, dann wird es uns immer besser gehen. Und was wir jetzt langsam lernen müssen, ist sozusagen, dass wir irgendwie drüber nachdenken müssen, wie wir manche Dinge, wo wir geglaubt haben, dass sie die richtigen Wege sind, auch wieder rückgängig machen müssen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine bittere Erfahrung in dem Sinne, als dass bestimmte Geschichten, die geglaubt worden sind und die vielleicht auch gelebt worden sind für einen Teil der Menschen, einfach für andere nicht mehr lebbar sind. Und ich glaube, das war aus meiner Sicht so ein Stück weit das Ziel, quer zu den Kapiteln ein Stück weit darauf hinzuweisen, mit sehr unterschiedlichen Methoden und Herangehensweisen. Und das ist eben die Vielfalt in der Wissenschaft auch. Aber dann müsste man wahrscheinlich Räume gestalten, wo es diese Konversation zwischen Politik und Wissenschaft gibt und wo wir beide sozusagen uns hineinbewegen und so überlegen müssen, was ist denn umsetzbar, wie macht man etwas umsetzbar und so weiter. Und ich glaube, es ist nicht an der Wissenschaft zu sagen, wie man es eins zu eins umsetzt, sondern es ist ein Verhandlungsraum für mich. Aus drum, meiner Sicht zumindest. Darum haben wir auch über die vier Ziele gesprochen und nicht nur über das ökonomische Ziel. Herr Kapsch. Grundsätzlich glaube ich, dass Wissenschaft schon auch die Verantwortung hat, Umsetzungsvorschläge zu machen und nicht nur zu analysieren, aber vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden, das kann schon sein. Ich bin auch kein Wissenschaftler, der kann ich auch nicht präzise definieren, was Fortschritt ist. Und ich glaube auch, dass Fortschritt etwas ganz anderes ist und sich ganz anders darstellt, je nachdem, auf welchem Punkt einer Lebenszykluskurve einer Gesellschaft sich diese Gesellschaft befindet.
Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Definitionen dann, was Fortschritt ist. Aber für mich persönlich ist Fortschritt dann gegeben, wenn eine Gesellschaft geschafft hat, im Frieden zu leben, wenn eine Gesellschaft geschafft hat, eine Chancengerechtigkeit aufzustellen und wenn eine Gesellschaft geschafft hat, eine offene Gesellschaft zu sein. Und genau diese drei Punkte stellen wir heute in vielen Bereichen in Frage. Und jetzt zur Frage der Umbrüche. Es gibt einen Amerikaner, der gesagt hat, there is no breakthrough without a breakdown. Das tut weh, aber vielleicht müssen wir wirklich einen Breakdown erleben, um irgendwann einen Breakthrough zu haben. Nur mit den Umbrüchen, und ich spreche jetzt von den wirtschaftlichen Umbrüchen, die ja teilweise korrelieren auch mit den politischen Umbrüchen. Teilweise, nicht 100%, weil natürlich Religionen auch einen wesentlichen Einfluss haben auf Krisensituationen. Die wirtschaftlichen Umbrüche in den vergangenen Jahrhunderten haben immer zur Wohlstandssteigerung geführt. Auch die Maschinenstürmer waren ihm unrecht. Es hat nachher mehr Fortschritt gegeben und mehr Wohlstand gegeben als vorher. Ob das diesmal global gesehen, ich glaube, dass es für Europa gilt, die Digitalisierung, weil wir damit einen Nachteil, den wir haben, wieder kompensieren können. Ob das weltweit so ist, ist eine Frage, die ich schon zu stellen wage. Also, und da kommt natürlich ein gewisses Maß an Angst her. Und ich glaube, wir gewinnen nur mit einer offenen Gesellschaft. Ohne eine offene Gesellschaft werden wir nicht gewinnen. Und was wir schon haben in Teilen der europäischen Gesellschaften, und das, ich glaube, Sie haben die Gelbwesten angesprochen, wir haben eine Pauperisierung. Wir haben eine Pauperisierung und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und es gibt in Deutschland, gibt es Regionen, in denen Sie 5% der Bevölkerung haben, wo sie in der dritten Generation schon nicht mehr berufstätig sind. Das kann ja nicht sein. Das führt ja zu einer Katastrophe in der Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Menschen. Und da hilft, glaube ich, schon die Partizipation. Denn was erhält, und damit bin ich am Ende, eine Demokratie? Eine Demokratie erhält in Wahrheit nur Bildung, Offenheit und ein gewisser materieller Wohlstand. Wir haben gesehen, wenn einer dieser drei Punkte in Frage gestellt wird, kann das zu schweren politischen Krisen und zum Entfall der Demokratie führen. Ist es nicht auch so, dass diejenigen, die keine Chance mehr sehen, auch gar nicht mehr zur Wahl gehen und dann von der Politik vielleicht auch gar nicht mehr bedacht werden müssen, weil sie ohnehin nicht mehr zählen? Vielleicht ist es manchmal bei denen sogar besser, ja, dass sie nicht hingehen, weil die wählen dann eh die Falschen. Das ist die zweite Variante. Ja? Vielleicht noch einmal prinzipiell auch auf deine Frage eingangs, was tun? Ich meine, das Problem ist, wir haben nicht ein Problem, sondern eine Vielzahl von Problemen. Und ich glaube, es hat auch keinen Sinn, in einem luftleeren Raum zu diskutieren, sondern es gibt ja, ich möchte diese berühmten 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die sind vielleicht in Österreich nicht so bekannt, aber das war zwischen 2010 und 2015 der größte jemals in der Weltgeschichte stattgefunden habende partizipative Dialog, der geführt wurde, mit Tausenden von Bürgerforen in allen Ländern der Welt. Was sind sozusagen die Ziele, die wir uns gemeinsam als Menschheit repräsentiert durch die Regierungen aller Länder der Welt beschreiben? Und natürlich hat sich da ein Spektrum von 17 Zielen herauskristallisiert. Manche scheinen ein bisschen im Widerspruch zu sein, aber es zeigt ganz deutlich, es hat keinen Sinn zu fragen, ist die Gendergerechtigkeit wichtiger als die Frage des Klimawandels oder die Frage der Biodiversität oder der Armut. Alles sind wichtige Ziele. Und es ist gerade auch in dieser Gruppe der 15 Experten, die jetzt sozusagen den Fortschritt seit 5 Jahren besprechen sollen und diagnostizieren sollen, enorm schwer. Jeder hat halt seine Lieblingsziele. Und da sozusagen zu fragen, was sind sozusagen vielleicht die gemeinsamen, man sagt schon von Win-Win-Strategies, also verschiedene Investitionen, die sich wirklich positiv auf alle Ziele auswirken. Und das ist zumindest meine Analyse, aber da stehe ich nicht alleine da, ist das schon eine gewisse sozusagen Befähigung der Menschen zu stärkerer Voraussicht. Das hat also der Deutsche Umweltrat hat das mal so schön definiert. Wir brauchen, um sozusagen die Nachhaltigkeitstransition oder Transformation, sagen Sie sogar, durchzuführen,
Wir brauchen Voraussicht, Einsicht und Umsicht. Also diese drei Sichten, nur sind das natürlich auch alles kognitive Prozesse. Wir müssen abstrakt denken. Das Problem ist, dass eben die sozusagen Anpassungsmechanismen der Vergangenheit, was jetzt die industrielle Revolution und so weiter, da hat sich die Umwelt um uns durch neue Maschinen und so weiter geändert und wir haben uns angepasst. Jetzt bei Dingen wie zum Beispiel dem Klimawandel, ja, den können wir nicht real als solchen erleben. Natürlich gibt es Schwankungen und wir können aber nur auf die Statistiken schauen. Wir müssen sozusagen ein Vertrauen in die wissenschaftlichen Modelle haben. Es sind sehr abstrakte Mechanismen, weil das CO2, das sieht man nicht und das riecht man nicht, sondern dem muss man den wissenschaftlichen Messungen vertrauen. Und das kann also nur, gerade wenn es in einer Demokratie die Mehrheit der Bevölkerung sein muss, die zum Beispiel jetzt bereit erklärt, da Energiesteuern einzuführen oder etwas zu tun, was dem Klimawandel da Einhalt gebietet, dann muss auch die Masse der Bevölkerung verstehen, um was es da geht. Ein gewisses Maß an Einsicht und Voraussicht muss da sein. Und das ist eben wieder nur durch die Stärkung der kognitiven Fähigkeiten, und zwar nicht nur durch die Schulbildung, sondern ich möchte ganz besonders hervorstreichen, was also wirklich die letzten wissenschaftlichen Studien so eindeutig hervorheben und Herr Androsch auch schon beschrieben hat, es ist die frühkindliche Entwicklung. Das ist also das, wo auch die Klassenunterschiede in den die Vererbung der Unbildung passiert. Das ist die mentale Stimulation in den allerersten Lebensjahren. Und ich denke, hier ist etwas, wo auch der Staat überlegen kann, nicht erst, wenn die Kinder in die Schule kommen oder jetzt ein Jahr Kindergarten, sondern es kommt darauf an, mit 2, 3 Jahren den Eltern wirklich hilfreich beizustehen, mit ihren Kindern auch Bilderbücher anzuschauen oder was immer halt alles da als Spektrum da ist. Und das ist etwas, wo nicht der Staat sagen soll, das ist Privatsphäre, sondern das sind unsere zukünftigen Humanressourcen der Gesellschaft. Ich habe mich bisher mit dem Bildungsbereich nicht so sehr eingemischt, aber ich kann das nur dreimal dick unterstreichen. Das zeigen wirklich weltweit sehr viele Studien und das ist, glaube ich, auch so einfach nachvollziehbar. Wenn es Unterschiede gibt, je früher ich anfange, sie zu kompensieren, wenn Kinder noch neugierig sind, desto mehr Chancen habe ich dann, dass nicht Frustrationen in der Schule entstehen, die dazu führen, dass man dann einfach die Schule aufgibt, das Lernen verweigert, keine Motivation hat. Es wird immer aufwendiger, das aufzuholen. Und ich kann noch etwas machen, weil wir ja auch eine geringe Spitze haben. Ich kann auch schauen, dass ich in dieser Phase Talente, Begabungen entdecke und sie entsprechend fördere. Also das heißt, dass letztlich ist das wirklich der Bereich, der mit den robustesten Ergebnissen weltweit ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in Österreich schaut es da noch immer nicht so gut aus. Ich möchte aber jetzt noch auf Wolfgang Lutz eingehen. Das ist ein interessantes Themenfeld, Klimawandel, wo man eigentlich sehr optimistisch zeigen kann, was hier wissenschaftliche Forschung bewirkt hat. Nämlich ein klares Umdenken. Die deutsche Bundesregierung hat gestern den Kohleausstieg beschlossen. Das ist, wenn man Deutschland kennt, eine Riesenangelegenheit, die natürlich auch zu unglaublichen strukturellen Verwerfungen führen wird, weil es gibt ganze Regionen, die vom Braunkohleabbau unter nachfolgenden Verstromung leben. Hier hat sich eine Regierung, deswegen auch mein gewisser Optimismus, das nicht alles ist, muss immer in Problemen münden, sondern aus Problemen kann man auch Lösungen finden, nimmt viel Geld in die Hand und schafft den Ausstieg und hat damit größere Möglichkeiten, auch die CO2-Ziele, die sich die deutsche Bundesregierung gesteckt hat, einzuhalten. Also Voraussicht, Einsicht, sehr schön. Wissenschaft kann was bewirken, wenn sie aufzeigt, wohin bestimmte Entwicklungen gehen, wenn man nichts tut, und dann natürlich auch bestimmte Optionen aufzuzeigen und die der Politik anheimstellt. Wir müssen dazu gemeinsame Räume finden, wo wir miteinander interagieren. Da gibt es viele gemeinsame Räume. Christiane, in wie vielen Beiräten und wissenschaftlichen Gremien du sitzt, möchte ich gar nicht aufzählen. Aber das sind auch so Räume, wo eine Beratungstätigkeit stattfindet. Also, vielleicht bin ich ein grenzenloser Optimist, aber ein bisschen Optimismus lasst es mir doch. Ja, aber haben wir genug schon erreicht? Ich würde mir viel mehr wünschen. Oder ich habe den Eindruck, Christiane, es sind auch andere Christiane ungeduldig. Wenn ich mir den Hannes Androsch ausschaue, ist immer auch mit Bildungsbereich ganz ungeduldig. Oder auch der Herr Kapsch, beziehungsweise die industriellen Vereinigungen engagiert sich ja hier. Christiane, die Vorstellung davon, dass wir uns aus einem inkrementellen Prozess herausbewegen und jetzt
die Weltformel haben und alles ist erledigt, das ist ja, genau, dazwischen wird schon so liegen, das ist schon klar. Aber deswegen sage ich, ist das ein Interaktionsprozess zwischen wissenschaftlichem Befund und politischem Handeln. Das bewegt sich in kleineren Schritten, manchmal in mittelgroßen Schritten. Die großen Schritte gibt es nicht, aber wir bewegen uns dahingehend ja, glaube ich, eh in einer, vielleicht mit einem Time-Lag zwischen dem, was ihr meint und was Politik machen kann, aber die Richtung ist die richtige. Das braucht ja auch wen, der Push, ne? Also ich denke auch, es wird nicht den einen großen Wurf geben und die eine große Aktion und alles ist erledigt. Ich glaube, was es so schwierig macht heute, ist, dass alles, die Dinge waren immer schon interdisziplinär, aber heute ist alles vernetzt. Das macht es so schwierig. Und ein gewisses Maß an Transparenz, diese Transparenz führt aber auch dazu, dass Menschen verunsichert werden, da oder dort, weil natürlich auch Informationen in diese Transparenzplattformen hineinkommen, die dazu führen, dass einfach Menschen verunsichert sind. So, und einen Punkt wollte ich schon sagen zum Kohleausstieg. Ich meine, erstens kann ich nur hoffen, dass das gescheiter gemacht wird als die letzte Aktion der deutschen Bundesregierung mit der Energiewende. Und zweitens, ich finde das auch, das ist Voraussicht und Einsicht, aber es fehlt die Umsicht. Denn wenn ich es umsichtig mache, dann biete ich gleichzeitig zumindest argumentativ eine Lösung für das entstehende Arbeitsplatzproblem, denn das sind bei der nächsten Wahl die AfD-Wähler. Das heißt, wenn ich wirklich umsichtig agiere, schieße ich das nicht einfach raus und sage, in 2038 werden wir dort ausgestiegen sein, sondern ich habe zumindest irgendein Argument oder irgendeinen Vorschlag. Im Jahr 2038 denkt dann eh keiner mehr dran, wie ich die Menschen dort wieder in Arbeit bringe. Ich sehe jetzt am Podium niemanden, der sich sofort zu Wort meldet. Jetzt habe ich mir gedacht, ich sammle einmal ein paar Kommentare aus dem Publikum, aber ich würde bitten, am liebsten wären wir Wortmeldungen, die nicht eine Diagnose der Situation sind, die wir ja schon gemacht haben, sondern wirklich Anregungen, was wir tun können. Noch einmal, ich komme zurück auf das, was im Pendel zum Schluss formuliert wurde. Wir müssen alle Verantwortung für die Zukunft übernehmen und können es nicht den anderen überlassen. Also sprich, was kann man wirklich tun, was kann jeder Einzelne tun? Wer möchte dazu etwas sagen? Hier hinten, Sie haben das Mikrofon, ja? Ich bringe nur das Mikrofon rum. Ich weiß schon, aber jedenfalls, Sie bekommen ein Mikrofon. Ich glaube, damit habe ich gleich alle abgeschreckt. Ah, doch. Vielen Dank. Michael Eichmann, Fakultät für Mathematik, Lehrstuhl für globale Analysis und Differentialgeometrie. Ich glaube, es ist bekannt, dass Lehrerinnenbildung ein wichtiges Thema in meiner Freizeit ist. Ich habe das Projekt Mathematik macht Freude, Freunde initiiert, weil ich glaube, dass wir hier und jetzt dafür Verantwortung übernehmen müssen, dass die Lehrerinnen und Lehrer der Zukunft, welche Aufgaben auch immer wir uns von ihnen wünschen, auch ordentlich erfüllen können. Zum einen meine Lieblingsinvestition, wo ich mir denke, da könnten wir hier und jetzt beginnen, die Lehrerinnenbildung. Aber Frage vielleicht an alle sechs, die hier vorne sitzen, was sind Ihre Lieblingsmaßnahmen, von denen Sie glauben, dass man heute damit beginnen könnte und vielleicht auch im Kleinen? Bevor wir aufs Podium kommen, würde ich gerne noch sammeln vom Auditorium. Vielen Dank, Herr Eichmeier, dass Sie sich hier engagieren. Begrüßen wir ja sehr und weiß ich ohnehin. Mein Name ist Iken Nokafo. Ich bin Lektor an der Katholische Theologische Fakultät. Mir geht es um Afrika. Manchmal, also wenn ich die Situation in Afrika analysiere, denke ich, dass die Sprache der Wissenschaft ist auch, steht auch eine Herausforderung da. Wenn die
das Wissen nicht vermittelt werden kann, weil die Sprache, die Leute keinen Zugang zu der Sprache der Wissenschaft haben, dann geht es auch zu langsam in der Entwicklung. Ja, und wenn wir von der Millennium oder Sustainable Development Goals reden, ich weiß es nicht, wie man das vorstellt, wie man der Afrika helfen kann, weil das ist dort, wo die größte Not liegt. Von meiner Erfahrung, ich bin auch ein Priester, und von meiner Erfahrung habe ich gesehen, dass es gibt bei der Finanzierung, also der Entwicklungshilfe, gewisse Dogmen, die eben auch ein Hindernis ist. Dogmen im Sinne von, wie helfen wir, also und wen, durch wen wird diese Entwicklungshilfe also geschehen. Manchmal Leute, die guten Willen haben, aber die nicht die Voraussetzungen, die schon gesetzt wurden, haben, bekommen keine Hilfe auch, und können auch nicht andere helfen, weil es gibt gewisse Dogmen, die auch Hindernis stellen. Wie kann man das überwinden in der Politik? Dankeschön. Gibt es noch? Ja, bitte, habe ich noch zwei. Ich bitte Sie, sich kurz zu fassen. Noch eine dritte, denn ich würde nachher beim Podium in eine Abschlussrunde gehen, wo man das auch gleich mit einbeziehen kann. Hallo, Stephanie Cox, Nationalratsabgeordnete. Und ich finde es sehr spannend, weil das Thema ist ein irrsinnig wichtiges. Deswegen bin ich da und sitze hier im Publikum. Und wenn man die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, ist bei Rethinking Society for the 21st Century. Und es wurde oft das gefallen, der Satz, was kann ich tun? Und ich arbeite ja, habe im Arbeitskontext mit etlichen von Ihnen ja auch zu tun. Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, warum sitzt aber keine Person am Panel, die ist sehr wohl, glaube ich, und wenn Sie sagen, was kann man tun, hier anpacken sollte, und das ist meine Generation, und auch die 10 Jahre jünger sind als ich, die Frage ich mir hier stelle, und ich schätze den Input von allen auf der Bühne, wie kann man dann junge Leute auf die Bühne bringen und wo fördern Sie junge Leute, damit sie sich auch da wirklich engagieren, weil das ist ja auch ein Knackpunkt, und das sehe ich in der Politik, ich arbeite mit meist doppelt so alten, vor allem männlichen Kolleginnen. Also konkrete Frage, wo kann man wirklich junge Leute, und es ist jetzt so, das Panel ist jetzt so, und es war ein spannender Input, aber wo kann man die jungen Leute da auch mitnehmen und vor allem am Panel Platz lassen? Okay. Hallo, mein Name ist Lena Baumgartner, ich bin Psychologiestudentin, 20 Jahre alt. Also hier sind die Jungen. Ein paar. Der Punkt, der mich bei dem Ganzen sehr interessiert hat, ist, dass eigentlich wie in der Wirtschaft, Wissenschaft natürlich überall der Punkt Bildung zum Tragen kommt. Und ich wollte bei dem Thema vom Herrn anschließen, dass wirklich diese Wissenschaftssprache, die wir halt im institutionellen Kontext nun mal haben, in dem sozusagen ungebildeten Teil der Bevölkerung einfach keinen Platz findet, weil ja, okay, ich habe jetzt Volksschule gemacht, jetzt weiß ich nicht wohin. Ich sitze auf der Straße in Afrika und meine Eltern kennen sich auch nicht aus. Wo gehe ich hin? Zu einer Beratungsstelle. Die verwenden Worte, die verstehe ich gar nicht. Natürlich schaue ich dann eher, dass ich natürlich gleich arbeiten gehen kann und so weiter, wo ich andere Art von Wissen sammeln kann, die ich auch verstehe. Und da denke ich, dass ein großer, ein großes Intelligenzpotenzial liegt, auch in der praktischen Arbeit, in der informellen Bildung, den wir heutzutage einfach nicht nutzen. Dass da ein Punkt wäre, wo man ansetzen könnte. Ich habe doch vorher hinten eins gesehen, die sehe ich jetzt niemand mehr, aber hier haben wir noch eine Wortmeldung. Vorne zwei, hier eine und hier drüben eine. Also ich möchte mich auch bedanken für die Veranstaltung, es war sehr interessant und sehr vielschichtig.
Ich bin Pädagogin, habe lange Zeit als Instructional Designer bzw. im Bereich E-Learning gearbeitet, war jetzt zuletzt als Sozialpädagogin tätig in einer Jugend-WG, habe selbst zwei Kinder mit 12 und 9 Jahren und was mir jetzt sehr gut gefallen hat, war, dass auf die Bedeutung der frühkindlichen Bildung hingewiesen wurde und eben auch wie wichtig es ist, eben die Neugierde bei Kindern zu erhalten. Und ich würde da vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, dass es nicht nur die Neugierde sein soll, sondern dass wir als Erwachsene auch sehen sollten, dass unsere Kinder oder eben die jüngeren Generationen uns extrem viel beibringen können, einfach noch unverbrauchtere Sichtweise, würde ich einmal sagen, auf Probleme hat oder Dinge, die problematisch laufen, die für uns selbstverständlich sind, viel klarer benennen können und eben in meiner Tätigkeit als E-Learning-Autorin war eigentlich der erste Schritt immer, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen, mit der man es zu tun hat. Und da sehe ich auch ein bisschen das Problem in eigentlich allen Bildungssektoren, also in der Schule vor allem auch und auch in den Kindergärten, dass dieser Schritt so ein bisschen vernachlässigt wird. Also dass wir quasi entscheiden, was sind jetzt Lerninhalte, die jetzt wichtig sind für unsere Kinder. Zu laut? Oh, ein bisschen kürzen. Na, also quasi, dass man wirklich sich genau, also auch im Sinne einer qualitativen Sozialforschung anschaut, was sind Bildungsinhalte, die wirklich wichtig sind für die junge Generation. Ich wollte noch ganz, ganz kurz was sagen. Bitte. Bildungsbarrieren sind, glaube ich, auch ein riesengroßes Problem. Ich war zum Beispiel letztens auf meiner Universität nach langer Zeit wieder und theoretisch kann jeder, der in Österreich gemeldet ist, fast das gesamte Angebot einer Universitätsbibliothek nutzen und das wissen, glaube ich, kaum Menschen. Ich habe hier noch eine letzte Wortmeldung. Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank. Mein Name ist Wolfgang Brey, Informatikprofessor an der Uni Salzburg. Ein Stichwort, wenn man reingeht, sieht man Hayek, ist einen der Nobelpreisträger. Ein Punkt, mich interessiert sehr, was sind wirklich Ursachen? Also mir hat das auch sehr gut gefallen mit Income versus Education. Wiener Schule der Nationalökonomie hat die Inflation definiert, sehr einfach zu berechnen, M3-Wachstum minus Wirtschaftswachstum. Ich habe das nachgerechnet, 20 Jahre Euro. Wirklich Inflation 90%, offiziell ausgewiesen in Österreich 40-45%. Eine der möglichen Antworten des Spaltens der Gesellschaft, also ich sage nur konkrete Anregung, ich glaube, es gibt keine einfache Lösung. Also man kann als Staat es sich nicht leisten, auf die wirkliche Inflation umzuschalten, aber das sind halt wirklich die spannenden Fragen, was sind echte Ursachen? Und Stichwort Bildung, kurz anknüpfend hier, Kinder, die heute in der Schule beginnen, sind bis 2080 im Berufsleben, gehen die jetzigen Alter halt, wenn man Pension rechnet, in Pension. Wir wissen nicht, was in 5 Jahren sein wird. Was sollen wir an Inhalten gestalten? Also das nur als Thema, ob vielleicht nicht auch ein größeres Durcheinanderwürfeln nötig ist, um das zu realisieren. Und die Bildungsstandards oder die eine Gasse zwar prinzipiell rational Sinn macht, aber unter dem Vorzeichen wieder sehr hinterfragt werden müsste. Vielen Dank. Ich würde jetzt zu einer Schlussrunde am Podium kommen. Jeder ist gerne eingeladen, jetzt auch zu den Kommentaren, Anmerkungen und Anregungen aus dem Publikum Stellung zu nehmen. Aber vielleicht greifen wir auch das auf, was der Herr Eichmeier gesagt hat, dass jeder so ein, zwei Schlagworte sagt, was er, sie selber konkret tut. Gibt es, glaube ich, eh genug von denen am Podium. Fangst an. Ich fange an vielleicht.
Also ich schließe mich der Meinung an, jemand hat gesagt, das ist eine interessante, vielschichtige Diskussion. Ich glaube auch, das ist eine vielschichtige Diskussion, die mit Sicherheit nicht zu Ende ist. Denn ihr habt euch ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel gesteckt, welches ja lautet, Visionen der Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Und diese Visionen muss man noch entwickeln. Nicht, dass es eine Vision gibt, es gibt ganz unterschiedliche Optionen wahrscheinlich für so eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert, so wie es Wolfgang, du aufgezeigt hast, mit gebildete Gesellschaft in Mauritius, und wie schaut das dann aus auf die Fertilität und also bestimmte Faktoren weiterrechnen und dann Visionen entwickeln. Dahingehend, glaube ich, ist es eine interessante Angelegenheit. Ich stimme vollkommen zu, das habe ich ein paar Mal betont, es gibt keine Patentrezepte auch, um dann bestimmte Visionen zu erreichen. Ich würde eurem Panel daher auch gar nicht anraten, versucht jetzt bis ins letzte Detail politische Maßnahmen 1 bis 25 zu entwickeln. Die werden mit Sicherheit scheitern müssen, weil in dieser Welt eben nicht 1 bis 25 als politische Maßnahmen überall richtig ist. Ich würde auch, um den Prozess weiterzuführen, die junge Generation stärker heranziehen, weil tatsächlich es geht um die junge Generation, die ihre Visionen vielleicht auch abbilden möchte. Also Stichwort, Prozess nicht zu Ende, visionär denken, in unterschiedlichen Optionen denken, nicht in der Illusion verfallen, es gibt nur ein politisches Rezept, selbiges zu erreichen, sondern ganz unterschiedliches. Und jetzt die konkrete Frage, was man tut. Nein, was man, jetzt schon ich, die Politik oder ja, du? Von mir aus, weil ja. Wir Herr Eichmeier, Sie wissen, dass mir die Lehrerinnenausbildung extrem wichtig ist, weil das wissen wir alle, Lehrerinnen, die charismatisch, wunderbar qualifiziert im Klassenzimmer stehen, verantwortlich dafür sind für bestimmte Bildungserträge. Hattie, Visible Learning, sagt ganz eindeutig, es ist der Lehrer, die Lehrerin, die entscheidend ist für bestimmte Bildungserfolge. Und ich bin ganz dafür, dass die Mathematik nicht untergeht, sondern ganz im Gegenteil, dass sie gefördert wird, dass aus Mathematik als Angstfach ein beliebtes Fach wird. Und Herr Kollege, was man machen kann, die wenigen Dinge, die man als Politiker wirklich machen kann, eins davon habe ich realisiert, wir haben ein Africa Austria Research Network gegründet, mit finanziellen Ressourcen ausgestattet. Das ist jetzt noch in einer Konzeptionsphase, aber die Ressourcen sind gesichert. Das wird beim ÖAD verwaltet werden und dann wird es hoffentlich mehr bilaterale Universitätskooperationen zwischen Österreich und Afrika geben, denn Afrika ist für die österreichischen Universitäten, auch für diese, an der ich hier sitze, noch eine Terra Incognita. Und damit es eben so nicht in Zukunft ist, haben wir hier etwas begründet. Ich hoffe, dass das viel Erfolg haben wird. Vielen Dank. Wer möchte als Nächster? Als Nächste. Kann ich kurz gleich weitermachen? Also ich würde gerne zwei Punkte aufgreifen. Zum einen an dem anschließend, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, in der Institution Universität selbst, und das ist etwas, was man konkret machen kann, Räume zu schaffen, wo diese Art von Problemen anders diskutiert werden können als in einem geschlossenen fachlichen Zirkel. Das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, muss ich auch sagen, weil natürlich die Universität sich immer stärker auch nach politisch vorgegebenen Indikatoren ausrichtet und daher muss man wahrscheinlich auch ein Gegengewicht schaffen, um dem einfach nicht nur einen symbolischen Wert zu erkennen, sondern einen realen Wert. Und ich sage das zum Beispiel, was ich für mich persönlich umsetze, und das schließt dann die Frage mit den die jungen Leute einbinden, ist für mich die Frage, dass ich in meiner eigenen Forschung, die stark an der Frage der technologischen Gestaltung und der gesellschaftlichen Gestaltung arbeitet, sehr viel mit partizipativen Diskussionsmethoden arbeite, wo ich eben genau versuche, Leute reinzuholen, die nicht üblicherweise sich mit Themen auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie überhaupt Probleme wahrgenommen werden, wie es dazu kommt, dass etwas zu einem Problem wird für eine bestimmte Gruppe und daraus dann vielleicht potenzielle Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. Konkret geht es jetzt gerade darum, dass im Anschluss an die Datenschutzgrundverordnung in Europa versucht wird, für Patientendaten große Datenplattformen zu schaffen,
mit ein bisschen dem Diskurs rundherum, dass der verantwortliche Patient dann seine eigenen Daten verwalten kann und dann immer seine Daten und so weiter. Und ich denke mir halt dann, wenn ich jetzt in die Bildungsdiskussion einsteige und so weiter und auch mit meinem durchaus sehr gebildeten Freundeskreis darüber reden, kriegen die ein bisschen den Schrecken und sagen, meine Daten, was heißt das überhaupt? Ich will nicht verantwortlich sein für meine Daten. Und was ist, kommt dann die Versicherung, sagt mir, ich kriege irgendetwas nicht, weil und so weiter. Das heißt, das ist total spannend zu sehen, dass wir einerseits große Visionen haben und die durchaus sehr, zum Teil auch sehr positiv belegt sind, viel investieren in die Digitalisierung dieses Bereiches, mit viel Versprechungen auch zu einem besseren Health Service und so weiter, dass es aber gleichzeitig völlig neue Ungleichheiten geben wird, nämlich derer, die mit Daten umgehen können, die Daten handhaben können, die Daten verteidigen können im Sinne von, wir wissen heute schon, wie die Frage von Privacy, Unsicherheit und so weiter. Also ich glaube, das sind für mich ganz konkrete Herausforderungen, wo wir zum Beispiel mit Technikentwicklern zusammenarbeiten, um einfach als Sozialwissenschaftler auch zu schauen, was kann man denn da vielleicht anders machen. Aber das ist eine unglaubliche Herausforderung, ehrlich gesagt, weil das sind dann für uns 30 Millionen, 40 Millionen Prototypprojekte und ich denke mir, okay, welche Gesellschaft wird da eingebunden, in welcher Form und so weiter. Und ich glaube, da ist viel Entwicklungsrahmen zu denken, welche Visionen für welche Gesellschaft. Und das trifft natürlich auch auf die Afrika-Frage zu. Ich glaube, dass es Raum und Zeit braucht, sich zu engagieren mit anderen, in anderen Kulturumgebungen, überhaupt gemeinsam denken zu lernen. Und ich denke mir, also für mich war das persönlich extrem schwierig, solange ich gebraucht habe, um überhaupt zu verstehen, wie die Problemlagen ausschauen. Das war in meinem Register irgendwie nicht so wirklich vorhanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Zeit zu haben, ist eine ganz wichtige Voraussetzung für so ein Projekt. Danke. Ja, ganz kurz zwei Punkte. Das eine, Herr Kapsch hat es schon angesprochen, wir leben in einer zunehmend vernetzten, komplexen, Systemen unterworfenen Gesellschaft und da muss die Wissenschaft in gewisser Weise auch mitziehen. Das ist eine Herausforderung an die Uni. Ich selbst arbeite seit fast 40 Jahren jetzt an einem internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Luxemburg, südlich von Wien, wo wir uns explizit mit diesen Vernetzungsfragen beschäftigen. Und es ist verdammt schwierig. Und weil immer die Gefahr ist, dass man dann nur noch zum Systemtheoretiker wird und sozusagen interdisziplinäre Forschung ist immer eine Gefahr, undisziplinierte Forschung auch zu werden. Es ist also ganz wichtig, mit einem Fuß, mit dem Standbein fest in einer wissenschaftlichen Disziplin verankert zu bleiben und mit dem anderen Spielbein dann in Kontakte zu den Hydrologen, Klimaforschern oder Philosophen oder wem immer zu finden. Und das muss auch in unserem universitären Anreizsystem heutzutage auch besser gefördert werden, dass also nicht nur die ganz eng fachspezifischen Publikationen zählen, sondern auch das, was man interdisziplinär mit anderen getan hat, aber trotzdem immer im Fach natürlich weiterhin gut bleiben. Und das, ich glaube, da haben wir als Hochschulen etwas zu lernen. Das Zweite, auch sozusagen die globale Vernetzung und hier auch speziell nochmal zum Thema Afrika. Ich selbst war 6 Jahre lang Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des African Population and Health Research Center und bin da sehr viel in verschiedenen Teilen von Afrika herumgekommen und ich meine, momentan erleben wir einen unglaublichen Aufschwung und man weiß wirklich hier in Europa und auch speziell in Österreich viel zu wenig. Erst durch die Migrationsfrage ist es ein bisschen als neues Thema wieder gekommen. Es war gleichzeitig, ich meine, allein, dass in Afrika weit mehr als die Hälfte aller Schüler nicht in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, das wissen wir gar nicht, bis zu 70% sind die Schätzungen. Und auch das Schulsystem extrem bürokratisch nach europäischem Vorbild war. Und da gibt es jetzt eine Revolution, die teilweise durch die Handys gekommen ist. Also die Smartphones, die sich rasant am ganzen Kontinent verbreiten, sind ein Anreiz, tatsächlich lesen zu lernen, weil sonst ich nicht verstehen kann und auch selber schreiben zu lernen. Und wirklich die informelle Bildung, das ist das, was also da ist, eine enorme Welle, nicht so sehr, was in den Schulen selbst passiert. Nur sind natürlich Gefahren, enormes Manipulationspotenzial, sondern mein Hinweis darauf, es gibt eine ungeheure Dynamik und Umwälzung in Afrika und das muss aber auch von den Regierungen, von den internationalen Partnern der Zusammenarbeit wirklich neu überdacht werden, wie wir da wirklich partnerschaftlich, letztendlich das Ziel muss sein, die so oft zitierte Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist eben nicht in erster Linie große Infrastrukturinvestitionen, sondern das ist einfach sozusagen die Entwicklung
der Fähigkeiten, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Darf ich gleich weitergeben, Hannes? Ja, zuerst kurz zu Afrika. Da gibt es kein Patentrezept. Ich habe selbst eine Weltbank-Mission 2 Jahre 1988, 1989 in Botswana geleitet. Das ist ein Fall, der unterscheidet sich von anderen ganz wesentlich. Also ein positives Beispiel. Ein anderes ist Namibia, ein drittes inzwischen auch heute den Katastrophen, die dort passiert ist, Rwanda. Das heißt, es wäre schon gut, wenn wir vom Westen, aber auch vom Osten nicht schaden, auf verschiedenste Weise, und uns nicht unnötig einmischen, aber beitragen, dass das Bildungsniveau steigt, was die demografischen Konsequenzen sind, hat ja der Professor Lutz deutlich gemacht. Ein negatives Beispiel ist die jüngste Wahl im Kongo, die wir durchgehen lassen, die ganz offensichtlich gefaked ist. Also es wäre schon ein großer Beitrag, nicht irgendwelche konkreten Projekte, die überhaupt nicht in ein Land dort passen. Also gilt auch für Afrika, was für uns auch gilt, Bildung. Und für uns gilt, was der Monte Cuculli richtigerweise gemeint hat in Bezug auf den Krieg, was braucht man dazu? Geld, Geld und noch einmal Geld, und für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen brauchen wir Bildung, Bildung und wieder Bildung. Dass das auch Geld kostet, das ist die beste Investition, die wir tätigen können. Gut, vielen Dank. Georg Kapp. Ja, vielleicht ein paar Ansatzpunkte. Ansatzpunkt Nummer eins, Afrika, weil ich muss ich ja wohl auch etwas dazu sagen. Ich glaube auch, dass es Hilfe zur Selbsthilfe ist. Wenn wir den Menschen nicht die Instrumente in die Hand geben, dass sie selbst ihr Leben in die Hand nehmen können, dann, glaube ich, wird es nicht funktionieren. Und wenn wir zugleich von ihnen verlangen, dass sie unsere gesellschaftlichen Systeme übernehmen, dann wird es auch nicht funktionieren, weil das sind einfach andere Gesellschaften und das ist nicht besser und nicht schlechter, ich bewerte das nicht, es ist anders. Und wenn wir glauben, dass wir Europäer unsere Systeme überall aufdrücken müssen, dann wird das nicht funktionieren. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Frauen hier in diesem, auf diesem Podium und Alter auf diesem Podium. Alter wurde angesprochen, Punkt Nummer zwei, Frauen wurden nicht angesprochen. Also wir haben zwei Frauen hier, davon ist eine Moderatorin, das ist ja schon super, weil bei den meisten Podien gibt es ja fast nur Männer. Das ist, also da glaube ich, dann kommen vielleicht auch wieder mehr Jüngere zum Zug. Aber wir haben das Problem, dass die Jungen nicht mehr so diskussionsfreudig sind, nämlich in meiner Organisation, wie wir das, als wir noch jung waren, waren. Der Punkt, was sollen wir an Inhalten gestalten? Ich bin einer derjenigen, die immer sagen, sprecht bitte nicht so viel von Ausbildung, sprecht von Bildung. Denn eine breitbandige Allgemeinbildung, eine Bildungsbasis hilft uns, geistig flexibel zu sein. Und genau das brauchen wir in einer extrem schnell veränderlichen Welt. Das heißt, primär geht es um Bildung, sekundär geht es um Ausbildung. Aber das ist mein Credo seit vielen Jahren. Und dann konkret, was können wir tun? Wir können tun, erstens einmal, dass wir aus unserer eigenen Community rausgehen. Eines der Grundprobleme ist, und das ist auch ein Grundproblem der sozialen Medien, dass sich geistig immer enger werdende Communities bilden. Und es ist wichtig, dass wir aus unseren Communities rausgehen, und wir versuchen das. Wir gehen in Schulen und wir schauen uns das dort an. Auch ich gehe in Schulen. Und was können wir tun? Wir können nicht umsetzen, das macht ja die Politik. Aber wir können der Politik Vorschläge machen und hier sehr wohl ganz konkrete. Also nicht nur eine Anamnese und nicht nur eine Analyse, sondern konkrete Vorschläge bringen und der Politik dann permanent auf die Nerven gehen. Und was wir tun können, ist unsere Stimme erheben, wenn die offene Gesellschaft in Gefahr gerät. Und genau das ist auch jetzt der Punkt in Europa so. Und wir haben ein Hauptthema in Europa, das heißt Migration, auf das setzen sich alle drauf, das ist das Schreckgespenst. Jetzt frage ich mich, glauben wir, dass wir in diesem Raum ein Problem haben, wenn hier zwei Menschen aus anderen Kulturen hereinmigrieren?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können sie relativ schnell integrieren und es entspricht ungefähr einer Migrationsquote von 2 bis 3 Millionen Menschen nach Europa pro Jahr. Also ich glaube, wir sollten uns das auch einmal von der Seite ansehen und wenn wir über Migration sprechen und dann bin ich fertig, dann sollten wir doch auch eines bedenken, dass Europa der Auswanderungskontinent Nummer 1 war über viele Jahrhunderte und wir sind nicht in diese Länder gegangen, um dort damals nicht vorhandene Sozialsysteme auszunutzen, sondern um die Menschen mit Waffengewalt niederzumetzeln. Das sollte uns auch immer bewusst sein, wenn wir schreien, Grenzen dicht. Und damit bin ich fertig. Ganz herzlichen Dank für diese Hinweise. Ich will zum Abschluss eines aufgreifen, was auch jetzt der Herr Kapsch gesagt hat, die Communities verlassen und schließe damit den Bogen zur Einleitung. Wie können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Community verlassen, die Universitäten, eben durch das bereits angesprochene Thema, das Third Mission, Transfer, Wissensaustausch mit der Gesellschaft, haben einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon immer gemacht. Aber die Frage ist, müssen wir das nicht als Institution auch tun und müssen wir nicht Anreize in den Institutionen schaffen, dass das gefördert wird, das inkludiert, dass man die Sprache der verschiedenen Zielgruppen spricht, das inkludiert, dass man zuhört, wo die Probleme sind und sie an den Universitäten in Forschung aufgreift. Das gehört aber auch dazu, dass man die Erkenntnisse, die man hat, nicht nur als Analyse sieht, sondern überlegt, wie können sie an die Orte kommen, wo sie gebraucht werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir an der Uni Wien ein Strategieprojekt Third Mission haben. Gemeinsam mit 2 Kolleginnen leite ich das und ich freue mich auch, dass unser Rektor gleich zugestimmt hat, dass wir das haben, denn wenn es die größte Uni schafft in Österreich, dann werden es die anderen auch schaffen. Und ich glaube, wir sollten an dem, das ist jetzt eines, was die Uni tun kann, weiterarbeiten. Und für heute Abend, erstens mal danke ich allen am Podium besonders. Ich danke auch dem Minister, dass du so lange ausgeharrt hast. Du hast ja noch eine Veranstaltung, aber du bist bis zum Schluss geblieben. Ich danke euch beiden für die Referate. Und jetzt würde ich mir wünschen und das auch gleich aufgreifen, dass Sie jetzt mit einem, wie ich glaube, guten Buffet miteinander in einen Dialog kommen, den wir sicher weiterführen müssen mit anderen Zielgruppen. Ich greife das auf mit jungen Menschen, aber nicht nur mit diesen, sondern auch mit denen, denn mit Studierenden zum Beispiel kommen wir ja viel in Dialog, aber durchaus auch mit Zielgruppen, an die wir sonst nicht rankommen, die ihre eigenen Blasen bilden. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Vielen Dank.